Ja, ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Vortrag in Balve gegeben zu Family Search im Allgemeinen und habe da also gesagt, warum ich auch so oftmals Family Search-Themen gebe für diejenigen, die das noch nicht wissen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, Family Search, weil ich seit fast 30 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter des Centers für Familiengeschichte in Dortmund bin und habe also die Entwicklung von Family Search praktisch von so Mikrofischplatten bis zum heutigen Internetportal also hautnah miterlebt. Und im Center für Familiengeschichte arbeitet man also im Grunde genommen tagtäglich damit. Und deshalb ist das auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Also heute ganz speziell geht es um den Family Search Stammbaum, der ein Bestandteil von Family Search ist. Und ich wollte eigentlich erstmal einen Überblick geben über den Family Search Stammbaum an sich. Und wir haben ja danach dann noch die Fragerunde. Und bei der Fragerunde wird es so sein, dass man also, wenn man auf den Button Teilnehmer klickt, dann sieht man die Teilnehmerliste und da unten steht Handheben. Das heißt, wenn man seinen eigenen Namen dort sieht, kann man auf Handheben klicken. Das ist eine Art und Weise, sich bemerkbar zu machen. Die andere Art und Weise ist der Chat. Da kann man also auch noch mal in der Zoom-Leiste auf Chat klicken. Da kann man seine Frage stellen. Oder eben, wir möchten natürlich gerne, wenn es möglich ist, die Mikrofone offen lassen, sodass man also auch Fragen stellen kann, wann immer man möchte. Einfach sagen, ich habe eine Frage und dann kann man also auch seine Fragen stellen. In der Fragerunde werden wir also betreut von Nancy, die sich also dann den Wortmeldungen annehmen wird und dann einer nach dem anderen dann fragen kann. Ja, Family Search Stammbaum. Und zwar habe ich das auch betitelt mit die Familiengeschichte für die nächsten Generationen bewahren. Und das, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist eigentlich das oder die Sichtweise, wie ich sie sehe. Ja, das kann jeder sehen, wie er möchte. Ich kann also in diesem Vortrag eigentlich nur erläutern, warum ich Family Search für diese Zwecke, meine Genealogie für die nächsten Generationen bewahren, benutze. Der letzte Punkt ist hier, unten sieht man, damit sich die jahrzehntelange Arbeit auch gelohnt hat. Das ist immer so eine zweischneidige Sache. Es gibt also einige, die sagen, nee, ich möchte meine Sachen nirgendwo online stellen und hinterlegen, weil ich ganz viel Arbeit reingesteckt habe. Aber ich persönlich sehe das anders. Ich sage also, wenn möglichst viele von meiner Arbeit profitieren können, ja, die meinen Baum finden, die Daten in meinen Baum finden oder sogar dran anknüpfen können, dann hat sich die Arbeit für mich eigentlich gelohnt. Aber das ist eine Sichtweise, die jeder selber für sich beurteilen muss, ob er das auch so sieht oder nicht. Also ich sehe das so, dass sich meine Arbeit wirklich echt lohnt, wenn möglichst viele Leute davon profitieren können. Ja, die Frage ist, wo werden die nächsten Generationen unseren Stammbaum suchen? Ich habe hier so verschiedene Bilder mal dargestellt. Die nächsten Generationen, damit meine ich also die nächste Generation, also mein Sohn und auch meine Enkel, Urenkel, Urenkel und was immer da noch kommen mag. Ich sehe das mal auf so einen Zeitraum von vielleicht 150 Jahren oder so. Wo werden diese Generationen dann nach Stammbäumen suchen, wenn sie wissen, dass der Vorfahre einen Stammbaum gemacht hat. Also ich denke mal nicht mehr in Büchern, weil es heute schon so ist, dass also sehr viele letztendlich Bücher online lesen oder E-Books verwenden. Wenn ich etwas in Buchform veröffentliche, meinen Baum und dieses Buch,
vielleicht nur an ein, zwei oder drei Stellen verteile und dann steht es irgendwo in einer Bibliothek und man weiß nicht, ob es in Zukunft dann, ob sich die Generationen dann wirklich noch mit diesen Druckwerken beschäftigen oder eben halt sagen, ja, gibt es ein E-Book irgendwo, was ich runterladen kann aus dem Netz, aber es ist dann schwer zu finden. Ich denke auch, dass der Besuch, der persönliche Besuch in den Archiven selber später auch nachlassen wird. In der heutigen Zeit ist es ja schon so, dass ganz viele Archive so viel wie möglich online stellen, was sie online stellen können, sodass wir also auch nicht mehr zwangsläufig die Archive besuchen müssen. Es kommt eben halt darauf an, wie weit diese Archive mit der Digitalisierung ihrer Bestände sind. Aber es wird auch in Zukunft, in 150 Jahren, denke ich mal, so in diesem Zeitraum so sein, dass also ganz, ganz vieles online steht und man nicht zwangsläufig ins Archiv fahren muss. Dann die alten Akten wird man sich auch nicht mehr anschauen wollen, denke ich mal. Es kann schon so sein, ich sag mal, dass mein Sohn oder mal, wenn ich mal Enkel haben werde, die sagen, was ist das denn für Papier? Das interessiert uns überhaupt nicht. Ja, was der Opa da abgeheftet hat, das schmeißen wir mal weg. Die Gefahr, dass, wenn ich alles nur auf Papier habe, in Aktenordnern, die Gefahr ist die, dass es abhanden kommt. Ja, es kann also hier zu Hause schon durch irgendwelche widrigen Umstände abhanden kommen, aber es kann auch später abhanden kommen, wenn aufgeräumt wird. Ja. Seine Genealogie auf CD-ROMs zu brennen, mag ja heute noch eine gute Datensicherung sein, aber die meisten Laptops, die man heute schon kauft, haben schon kein integriertes CD-Laufwerk mehr. Da muss man sich schon, wenn man mit CDs arbeiten möchte, ein externes Laufwerk kaufen. Und ich denke halt, abgesehen von der Haltbarkeitsdauer der CD, die ja auch nicht unbegrenzt haltbar ist, ist es die Frage, ob diese Generation dann überhaupt noch mit CDs arbeiten können. Ja, wenn ich überlege, damals noch in den 80er Jahren mit dem C64er von Commodore, was hatte man für Speichermedien? Kassetten, ja, Musikkassetten hat man genommen zum Aufnehmen. Heute macht das auch schon keiner mehr. Ja. Dann die externe Festplatte. Ich denke, wird auch nicht mehr das Speichermedium sein, was sich lange hält, wenn ich da meine Genealogie drauf speichere. Es ist auch für jetzt noch eine gute Datensicherungsmöglichkeit, aber ich denke, später wird man auch diese externen Platten gar nicht mehr anschließen können. Und wenn ich jetzt überlege, wann habe ich zum letzten Mal eine externe Festplatte benutzt? Das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her. Ja, also der Online-Speicher, der heutzutage angeboten wird, ist da auch eine gute Sicherung. Und ich selber muss sagen, ich habe wirklich jahrelang kein externes Laufwerk mehr benutzt, sodass ich sag mal, für die dauerhafte Aufbewahrung des eigenen Stammbaums, ich will mal sagen, diese Möglichkeiten, die ich hier mal aufgeführt habe, vielleicht dann gar nicht mehr in Betracht kommen. Also muss ich einen Weg finden, wo die nächsten Generationen also auch nach meinem Stammbaum suchen werden. Wo werden Sie suchen? Auf mobilen Geräten im Internet. Ich meine, das geht uns ja auch schon so. Ja, ich meine, wer von uns ein Tablet benutzt oder auch schon ein Handy mit verschiedenen Apps, ich kann also auf mobilen Geräten den Baum aufrufen. Ich kann das Mobilgerät mitnehmen in Archive oder auf Verwandtenbesuche, kann dort also letztendlich direkt auch weiterarbeiten an meiner Genealogie. Und so denke ich, wird es später sein. Wie die Mobilgeräte aussehen werden,
ich sag mal, in einem Zeitraum von den nächsten 150 Jahren. Das ist halt eine andere Geschichte, aber ich denke halt, das ist das Medium der Zukunft, die Mobilgeräte, mit denen ich alles machen kann. Bücher lesen, was man ja heute auch schon machen kann. Und das, was man heute machen kann, denke ich, ist der Anfang der Entwicklung der Mobilgeräte. Also muss ich zusehen, wenn ich jetzt meinen Baum für die nächsten Generationen sichern möchte, dass ich ihn so sicher, dass er auf mobilen Geräten abrufbar ist. Ja, dann Welcome to the Future. Also so ein bisschen Zukunftsmusik kann man also hier beim Family Search Stammbaum schon sehen. Nicht nur beim Family Search Stammbaum, es gibt ja andere Internetplattformen, bei denen man also auch seine Forschungsergebnisse hinterlegen kann. Ja, Family Search, der Stammbaum in Family Search ist der weltgrößte Baum. Hier rechts, ich weiß nicht, ob man meine Maus sehen kann, wenn ich sie bewege. Ja, ja, ich habe den Mauszeiger extra etwas vergrößert. Hier steht Billion, das ist amerikanisch. Bedeutet also nicht Billionen in deutschen Verhältnissen, sondern Milliarden. Die Amerikaner kennen in ihrer Zählung die Milliarden nicht. Ja, da geht es dann Millionen und dann kommt da schon die Billion. Also 1,24 Milliarden Personen, erfasste Personen sind in diesem Stammbaum. Die sind aber nicht alle miteinander verknüpft. Und bislang haben 32,5 Millionen Family Search Nutzer an diesem Baum gearbeitet. Und diese Zahl sagt eins aus, es ist ein gemeinsamer Baum aller. Das ist die Besonderheit. Wenn ich andere Internetportale sehe, da speichert man, da lädt man seinen Baum hoch und dann ist es ein Baum und der nächste lädt seinen Baum hoch. Das sind jedes Mal Einzelbäume, während bei Family Search geht ein anderes Konzept und sagt also, man kann auch seine einzelnen Bäume hochladen, die landen dann in einer Datenbank bei Family Search, die heißt Genealogien. Das ist ungefähr so wie bei den anderen Anbietern, aber dieser Weltstammbaum, den wir extra noch anbieten, das soll unser aller Baum sein. Das heißt also, jeder, der daran arbeitet oder jeder, der sich für diesen Baum interessiert, kann seine Daten, seine erforschten Familienforschungsergebnisse da anknüpfen an diesen gemeinsamen großen Baum. Hat auch Nachteile, die will ich gleich noch erläutern. Also insgesamt bislang haben also sich 32,5 Millionen Nutzer daran beteiligt und haben letztendlich ihre Bäume diesem großen Baum zugeführt und damit einen Riesenbaum erstellt. In 2019 haben also nur in dem einen Jahr haben 3,5 Millionen Family Search Nutzer, also Ahnenforscher, an diesem Baum gearbeitet. Allein in 2019. Und 3,5 Millionen, die an diesem Gemeinschaftsbaum bauen, das ist schon eine gigantische Anzahl. Ja, Quellen, 1,4 Milliarden Quellen. Was Quellen sind in dem Stammbaum, werde ich also auch gleich nochmal erläutern. Und 2,4 Milliarden Hinweise. Hinweise gibt es also auch bei Family Search, genauso wie bei den anderen Portalen. Wenn ich meinen Baum oder die Personen aus meinem Baum dort eingepflegt habe, bekomme ich also Hinweise. Ja, an der und der Stelle kann man noch etwas finden über diese Person, genauso wie das also bei den anderen Anbietern auch so ist, dass man Hinweise bekommt, dass man da nicht immer ständig selbst alles durchsuchen muss und nachgucken muss, ob es Informationen zu den Personen gibt, werden die also automatisch auch angezeigt.
Ja, warum ein gemeinsamer Baum? Das ist so die Frage, warum geht Family Search mit dem großen Familienstammbaum einen eigenen anderen Weg und bietet einen gemeinsamen Baum? Ja, Sie können neue Informationen in Erfahrung bringen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Person eingeben will in den Baum, dann kann es passieren, dass ich eine Mitteilung kriege, diese Person ist schon drin im Baum. Und dann wird mir also angezeigt, das werden wir gleich auch noch sehen, das ist deine Person, die du eingeben willst und das ist die Person, die schon drin ist. Ist das die gleiche Person? Und wenn ich dann sage, ja, das ist die gleiche Person, dann kann ich auf einmal viele neue Informationen finden, die ich vielleicht zu dieser Person noch gar nicht hatte. Aber der andere, der die Person eingegeben hat, ja, der hat vielleicht noch viele weitere Informationen eingeben können, die er gefunden hat. Und so kann ich neue Informationen in Erfahrung bringen. Ich kann mühelos meinen eigenen Baum erstellen in Family Search. Und ich erhalte ein vollständigeres Bild über die Person. Ja, wenn ich jetzt anknüpfen kann oder wenn ich sehe, der Vorfahre, den ich gerade eingeben möchte, der ist schon drin. Und da ist sogar noch was anderes dazu, was ich noch nicht habe. Irgendwelche Urkunden sind da schon drin oder Fotos sind da schon drin. Oder Geschichten, da werde ich gleich auch noch drauf kommen, was möglich ist. So bekomme ich also ein vollständigeres Bild. Und mein Cousin in Ungarn, wenn der jetzt vorüber von meinem Vater noch ein altes Foto findet im Schuhkarton, der fügt dann dieses Bild meinem Vater zu und ich bekomme eine Nachricht. Ja, der Benutzer sowieso hat dieser Person ein Bild beigefügt. Und ich bekomme also dann also auch Bilder, wenn ich nur eigene Daten, wenn ich nur Daten habe. Ja? Oder es gibt Geschichten dazu, die ich noch nicht kannte, die auf einmal dort mit im Netz erscheinen. Ich kann mit anderen Nachfahren in Verbindung treten. Das bieten natürlich die anderen Portale auch. Und bei Family Search auch. Da gibt es sogar so ein System, was man nutzen kann. Das ist praktisch wie so ein WhatsApp-Messenger, der dann über Family Search läuft. Da kann ich direkt mit demjenigen, der schon eine Person beigesteuert hat oder eine Urkunde zu der Person, kann ich direkt in Kontakt treten. Ja, mich live unterhalten. Und der sagt mal eben, warte 2 Minuten, ich habe da noch ein Bild, das scanne ich mal eben, ich fotografiere das mal eben mit meinem Handy, füge es ein, dann kannst du das Bild über diese Person auch sehen. So kann man sich direkt unterhalten. Das ist ein Weg, den man beschreiten kann. Es gibt mehrere Wege. Man kann also mit den anderen Nachfahren in Verbindung treten. Und was für mich ein Pluspunkt ist, man arbeitet kostenlos. Family Search ist kostenlos und wird immer kostenlos bleiben. Das heißt also, ich brauche kein Abo abzuschließen, um mit Family Search zu arbeiten und an diesem Stammbaum zu arbeiten. Alles, was in Family Search drin ist, ist kostenlos und wird für die nächsten Generationen auch kostenlos bleiben. Und das ist für mich so ein kleiner Gedanke, den ich immer so im Hinterkopf habe. Ich kann natürlich auch gerne die anderen Portale nutzen, die natürlich auch ihre Vorteile haben. Es ist nur die Frage, wenn jetzt zukünftige Generationen auf meinen Baum stoßen, ob die jetzt bereit sind, Geld dafür hinzulegen, dass sie in den Baum schauen können und den Baum nutzen können. Das weiß ich nicht. Ja, und deshalb denke ich mal, also diesen kostenlosen Weg noch zusätzlich zu beschreiten bei Family Search hat immer den Vorteil, was nichts kostet, wird gern genommen und wird auch gerne benutzt. Deshalb ist das für mich so ein kleiner Pluspunkt.
Ja, aufbewahrt für die Ewigkeit im Granite Mountain Records Vault in Utah, USA. Hier gibt es so einen kleinen Querschnitt. Das heißt also, Family Search hat eine Lagerstätte gebaut, unter 200 Fuß von soliden Granit, hineingetrieben in einen Berg in Utah, wo alles gelagert wird. Das heißt, dort werden Originalunterlagen, alles das, was Family Search hat, Originalunterlagen gelagert. Dort werden die Mikrofilme, die Masterrollen, also die Originalmikrofilme der damals mikroverfilmten Dokumente und Unterlagen gelagert. Dort wird also all das gelagert, was Family Search hat. Das bedeutet, man möchte es so lagern, dass es also zukünftigen Generationen erhalten bleibt und nach Möglichkeit auch vor Naturkatastrophen geschützt gelagert wird. Man hat dafür gesorgt, dass das, was man bekommt, und auch Sicherungen von diesem Baum und von den ganzen Namensdatenbanken, diese ganzen Sicherungen, regelmäßigen Sicherungen, werden dort gelagert. Deshalb sagt Family Search auch, wir bewahren es für die Ewigkeit. Ja. Ja, was kann man machen? Man kann es von zu Hause aus benutzen oder über die App Familienstammbaum. Das heißt also, ich kann auch mobil arbeiten. Die App gibt es im App Store für Apple und gibt es im Google Play Store für die Android-Geräte. Auch natürlich kostenlos. Das heißt, alles das, was ich sehen kann im Familienstammbaum, kann ich also auch über diese Mobilgeräte aufrufen. Man hat also praktisch dann seine Vorfahren immer dabei und kann auch weiterarbeiten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich bei Tante Erna bin und Tante Erna erzählt eine Geschichte über meinen Vater, dann rufe ich mal eben schnell meinen Vater auf in der App und tippe auf die Aufnahmetaste und nehme Tante Ernas Erzählung über meinen Vater direkt auf und dann sage ich Aufnahme Ende und dann ist Tante Ernas Erzählung direkt bei meinem Vater gespeichert und abrufbar. Das kann man über diese Apps wunderbar machen oder eben, wenn man ein Tablet hat, natürlich dann auch unterwegs arbeiten oder wenn man in Archive fährt, dann auch nutzen. Ja, familysearch.org ist die Adresse. Ich möchte jetzt erstmal einen Überblick geben und nachher in der Fragerunde können wir auch gerne in die Details gehen. Wir haben eigentlich 2 Stunden insgesamt veranschlagt bis 8 Uhr für diese Online-Veranstaltung, aber wir werden einfach mal sehen. www.familysearch.org ist die Adresse von Family Search und man muss sich anmelden, einmal registrieren mit einem kostenlosen Konto. Anmelden auch deshalb, dass man zum Beispiel gewisse Sachen, die einen selbst betreffen, schützt vor Einsichtnahme von anderen. Aber eben es gibt gewisse Sachen, gerade auch bei dem Stammbaum, da kann man auch, wie man in einem eigenen Stammbaum es auch machen kann, in einem Programm lebende Personen eingeben. Und die darf natürlich kein anderer sehen, sondern nur der, der sie eingegeben hat. Und deshalb ist es mit Anmeldekonto. Ja, dann gibt es verschiedene Baumansichten, die ich im Stammbaum darstellen kann. Ich kann also hier einmal ein Hochformat darstellen. Ich habe ein Querformat und ich kann auch ein Fächerdiagramm darstellen. Das sind Darstellungsmöglichkeiten. Hier ein Fächerdiagramm. Und bei diesem Fächerdiagramm kann ich einstellen, wie viele Generationen soll er anzeigen, bis maximal 7, sonst wird das zu klein, dann kann man das auf dem Bildschirm nicht mehr lesen. Aber man kann dann wieder eine Person anklicken und von dieser Person aus den Fächer wieder neu aufbauen lassen.
Ich kann ein Geburtsland, ich kann das nach Geburtsländern, kann ich mir den Fächer farbig anzeigen lassen. Oder ich kann sagen, zeige mir, markiere mir bitte die Person in dem Fächer, zu denen ich Quellen eingegeben habe, zu denen ich Geschichten eingegeben habe oder zu denen es Fotos gibt oder eben Forschungshilfen. Der Fächeransicht oder die Fächeransicht hat einen Vorteil, sie zeigt also Lücken auf. Ja, ich kann sofort sehen, wo meine Lücken sind, wo ich weiterarbeiten muss. Ja, sofern Unterlagen verfügbar sind. Also hier in meinem ungarischen Bereich oder auch hier im schlesischen Bereich bei mir oder in dem Bereich hier in Westfalen, da fehlen mir also noch. Und das kann man natürlich in so einem Fächerbaum wunderbar sehen. Ja, dann, wenn ich hier draufklicke, auf vor kurzem angesehen, dann sehe ich mich selber immer ganz oben. Das heißt, wenn ich den Stammbaum darstellen will von mir selbst, im Grunde genommen als Startperson, kann ich das immer ganz schnell tun. Ja, da klicke ich dann, weil ich immer ganz oben stehe, hier einfach einen Klick. Und ich sehe hier dann die Personen, an denen ich zuletzt gearbeitet habe. Die Liste ist noch länger. Die geht noch weiter runter. Ja? Das heißt also, ich muss dann nicht lange suchen, wenn ich weiß, ich habe in letzter Zeit mit den und den Personen gearbeitet, vor kurzem angesehen, dann klicke ich hier auf den Namen und bin dann sofort wieder an der Stelle im Baum. Nicht verbundene Personen hinzufügen, das ist eine ganz wichtige Sache, auf die möchte ich auch nochmal aufmerksam machen. Man kann auch in diesem Baum zum Beispiel Personen einfügen, von denen ich vermute, dass die mit meinem Baum zusammenhängen. Aber ich habe vielleicht noch nicht den letzten Beweis und ich möchte diese Person auch noch nicht anknüpfen. Die kann ich als Einzelperson eingeben. Oder wenn ich von dieser Einzelperson vielleicht noch so 2, 3 Generationen habe, kann ich praktisch wie mit einem kleinen eigenen Baum diese nicht verbundene Person dann noch eingeben. Das hat den Vorteil, dass wenn andere diese Personen in ihrer Ahnenforschung haben und geben jetzt die Person ein, dann wird gesagt, der ist schon drin. Ja, diese einzelne Person, die du eingeben willst, ist schon da. Weil ich sie vielleicht schon eingegeben habe. Und wenn man seinen Baum manuell dort eingeben möchte, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder eine Gitcom hochladen, das werde ich also auch nochmal zeigen, oder von null auf anfangen, neu eingeben, dann muss man sich selbst ja als Startperson eingeben. Und wie gibt man sich dann, wenn man jetzt ein Family Search Konto hat und sieht diesen Baum, wie gibt man sich da als Startperson ein? Es gibt also die Möglichkeit, die Family Search immer bietet, wenn man sich selbst noch nicht eingegeben hat, dann gibt es eine extra Maske. Oder ich muss zunächst hier auf nicht verbundene Person hinzufügen und dann gebe ich mich ein, weil ich ja noch nicht in diesem Weltstammbaum bin. Ja, und wenn ich dann mich dann eingegeben habe, habe ich dann die Möglichkeit, meine Eltern wieder einzugeben, Großeltern und so weiter. Und irgendwann sagt Family Search, stopp, die Person, die du gerade eingeben willst, die ist schon drin. Und dann kann ich mich anknüpfen an diesen großen Baum. Deshalb ist dieses nicht verbundene Person, versteckt sich also unter vor kurzem angesehen. Das muss man wissen, wenn man sich selbst eingeben möchte. Also das ist einmal der Schnellzugriff auf die Startpersonen und auf die zuletzt bearbeiteten Personen. Wenn ich jetzt einen angeklickt habe, dann erscheint der hier in dem Baum. Und wenn ich jetzt auf diese Person klicke, habe ich die Möglichkeit, mir von dieser Person den Baum wieder anzuschauen oder ein einzelnes Datenblatt. Ja, also ich klicke hier drauf. Dann kommt dieser Kasten
Und als drittes kann ich dann auswählen, will ich jetzt das Personendatenblatt sehen oder will ich den Baum sehen von dieser Person? Ich klicke jetzt mal einfach sozusagen auf das Datenblatt. Dann sehe ich also ein Datenblatt, das ist jetzt der obere Teil. Da sehe ich also hier Personenstandliches, was ich eingegeben habe oder was andere zu dieser Person eingegeben haben. Das ist wie in jedem Genealogieprogramm. Ich kann dort also das Geschlecht festlegen, Geburt, Taufe, Tod. Und das Zweite ist dann hier die Forschungshilfe, die ich jedes Mal sehe. Das heißt, wenn jetzt festgestellt wird, es existieren noch Informationen in Family Search zu dieser Person, dann würde mir das hier angezeigt. Und zwar zu diesem Jörg Palmüller gibt es noch einen Index. Und zwar ist das katholische Kirchenbuch von Passmann indexiert worden von Family Search. Das heißt, alle Namen sind rausgeschrieben worden mit Taufdatum und Eltern. Und deshalb ist dieser Jörg Palmüller auch noch in einem Index drin. Und Family Search macht mich darauf aufmerksam. Die sagen, klick doch mal hier oben drauf. Vielleicht steht da noch was drin, was du hier eventuell noch nicht hast. Das nächste. Es gibt hier Aufzeichnungen durchsuchen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel zu dieser Person einfach, wenn ich bei Ancestry angemeldet bin, wenn ich zum Beispiel bei Ancestry Abonnent bin und auch vielleicht bei MyHeritage Abonnent bin oder bei Geneanet Abonnent bin, dann melde ich mich vorher, logge ich mich ein in Ancestry, in MyHeritage oder in Geneanet. Und wenn ich jetzt hier bin, klicke ich einfach auf Ancestry und dann sucht er bei Ancestry nach weiteren Informationen zu diesem Jörg Palmüller oder bei MyHeritage oder auch bei Geneanet. Und dazu gibt es eine Besonderheit. In den Zentren für Familiengeschichte, so wie hier in Dortmund oder in Hamm oder weltweit, in den weltweit über 5000, gibt es einen Gratiszugriff auf diese Datenbanken von Ancestry und von MyHeritage und von Geneanet und von Find My Past. Das heißt, Family Search arbeitet auch mit diesen Institutionen und Portalen zusammen. Und zwar deshalb, weil man gerne ein Miteinander möchte. Man sagt sich, es gibt bei Ancestry und bei MyHeritage und Geneanet eventuell noch weitere Informationen zu diesen Personen. Ja, und deshalb möchten wir, also hier Family Search, möchte gerne den Zugriff auf die anderen Datenbanken auch ermöglichen, dass man also mehr Informationen findet als das, was man eventuell in Family Search findet, und hat deshalb Verträge gemacht und hat mit diesen, ich sag mal, kommerziellen Anbietern Verträge gemacht und hat gesagt, okay, wir arbeiten zusammen, wenn jemand bei Ancestry sucht, dass er also auch Treffer angezeigt bekommt, die bei Family Search sind. Aber eben unter der Prämisse, dass diese kommerziellen Anbieter in den Zentren für Familiengeschichte zumindest einen Gratiszugriff ermöglichen. Ja, denn Family Search dachte sich, wir geben euch etwas, wir bieten alles gratis, aber ihr habt dieses Abo-Modell, was ja auch sein muss, weil ihr ja Firmen seid, ihr seid kommerziell, ihr habt also nicht diese ehrenamtlichen Mitarbeiter wie wir, aber dann bitteschön in den Zentren für Familiengeschichte kostenfreien Zugriff. Und das gilt also für jeden. Das heißt also, wer noch nicht Abonnent ist von Ancestry und von MyHeritage, der kann ins Center für Familiengeschichte fahren und kann dort gratis einsehen. Ist aber limitiert. Ancestry bietet da nicht
alles an und auch MyHeritage nicht alles, was sie haben. Bei Ancestry findet man zum Beispiel die Bäume nicht, aber dafür digitalisierte Sachen und andere Verzeichnisse. Und bei MyHeritage ist es auch so eine Art Library Edition. Also da kann man hinfahren. Leider sind die Center für Familiengeschichte Corona-bedingt natürlich bis auf Weiteres geschlossen, also momentan nicht nutzbar. Aber wenn man selbst privat dort ein Konto hat, kann man sich einloggen und kann das dann hier über einen Klick abrufen. Ich habe jetzt kein Feedback. Ich hoffe, dass ich noch zu hören bin. Aber ja, doch. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so bei Online-Vorträgen ist das ein bisschen ungewohnt, weil man hat ja nicht so den direkten Kontakt. Also gibt es bislang Fragen? Ansonsten würde ich weitermachen erstmal. Ja? Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Ja, bitte. In diesem großen weltweiten Familienstammbaum. Aber ich glaube, da gehst du nachher noch mal drauf ein. Wenn ich da was eingegeben habe zu meinen Vorfahren, kann da jeder quasi einfach was verändern? Ja, da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Es gibt ja Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, wobei man das, wenn jeder was verändern kann, das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil sein. So sehe ich das auch, ja. Ja, das ist das Problem. Okay, ja. Da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. Ich bin jetzt mal im mittleren Teil des Personendatenblattes. Da kann ich sonstige Angaben eingeben, die ich nicht oben in dem Standesbereich oder personenstandlichen Bereich eingeben kann. Ich habe also Felder, Angaben hinzufügen, da kann ich etwas aussuchen. Zum Beispiel, wenn er eingewandert ist oder etwas über, dann klicke ich auf Militärdienst und kann dort gewisse Militärdaten eingeben, die ich weiß. Oder wenn ich weiß, er ist eingebürgert worden und ich kann den Beruf eingeben. Das sind sogenannte Faktenfelder, die es auch in Genealogieprogrammen gibt, die ich mir selbst machen kann. Und wenn ich das hier nicht vorgefertigt finde, kann ich sagen, ich will das Feld selbst erstellen. Zum Beispiel gibt es hier kein Feld Taufpaten. Ja, das kann ich mir selbst erstellen. Klicke ich Benutzer definiert und benenne das Taufpaten und kann dann da die Taufpaten eingeben oder Trauzeugen. Ich kann zum Beispiel einen Wohnsitz oder die Religionszugehörigkeit eingeben. Alle Informationen, die ich weiß über diese Person, kann ich hier eingeben. Und worauf ich hinweisen möchte, ist dieser Bereich, der immer zu sehen ist auch, das sind die Änderungen. Das heißt, jede Änderung, ist egal wer sie macht, an dieser Person wird protokolliert. Und ich kann alle Änderungen durch alle Anzeigen, kann ich mir anschauen. Und dann sehe ich zum Beispiel einen anderen Nutzer, der hat zum Beispiel eine Urkunde angefügt oder der hat den Wohnsitz eingegeben. Und dann kann ich ja schon hellhörig werden. Da kann ich sagen, oh, das ist ein anderer Nutzer, der hat ja wahrscheinlich mit dieser Person, die ich in dem Baum habe, etwas zu tun. Und kann Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, Georg? Ja, bitte. Und zwar, auf der linken Seite ist jetzt ja Wohnsitz, Herkunftsland oder so weiter. Ja. Kann man da mehrere Wohnsitze eingeben? Weil die Leute sind ja umgezogen von einer Stadt in die andere, dass sie untereinander stehen. Ja, und zwar kannst du zu jedem Wohnsitz auch ein Datum eingeben. Ach so. Oder ein Jahr. Ja, ja, du kannst zum Beispiel sagen, in der Geburtsurkunde, ja, das war der Wohnsitz, als ich geboren wurde. Ja. Ja. Da war ich ja wahrscheinlich auch als Baby auch. Ja, da kann ich sagen, da gebe ich mein Geburtsjahr ein und sage, dann habe ich da gewohnt. Dann kann ich sagen, wenn ich eine Heiratsurkunde habe, da steht ja auch der Wohnsitz drin. Ja, immer mit dem Datum, dann sortiert er das chronologisch. Ja, ich habe jetzt nur gefragt, weil du hast jetzt, da stehen Wohnsitz, Herkunftsland und dann nochmal Wohnsitz. Ja, macht er jeden Wohnsitz extra oder wird das in einem gemacht? Nein. Ich habe immer extra, damit er das sortieren kann, immer wieder Wohnsitz neu angeklickt. Ach so. Ja, dann sortiert er die untereinander. Und da kann ich also auch noch den Wohnsitz beschreiben. Okay. Ja?
Das Alles heißt, klar. da kann ich auch eventuell eine Straße oder so noch eingeben. Aha. Okay, ja? alles klar, danke. Dann eben halt, wie gesagt, hier, das ist ganz wichtig, dass man weiß, jede Änderung an der Person wird protokolliert. Und ich kann sogar, wenn ich eine doppelte Person versehentlich zusammengefügt habe und das waren zwei verschiedene Personen, dieses Match und Merge, was man ja aus dem eigenen Genealogieprogramm kennt, doppelte Personen zusammenführen. Und jetzt führe ich was zusammen und dann sage ich, auweia, das waren gar nicht die gleichen Personen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, ich kann also in die letzten Änderungen gehen und sagen, dieses Zusammenführen bitte rückgängig machen. Das funktioniert bei vielen Genealogieprogrammen oder bei den meisten funktioniert das nicht. Das heißt, wenn man versehentlich was zusammengemerged hat, ja, zusammengeführt hat, kriegt man es nicht wieder auseinander. Also hier kann man das wieder rückgängig machen. Dann gibt es hier Extras. Da wird zum Beispiel angezeigt, wenn die Person vielleicht zweimal im Stammbaum ist oder mehrfach. Bitte prüfe das mal. Ja, da gibt es 5 Doppeleinträge oder 3. Oder wenn ich zum Beispiel doppelte Personen habe, jede Person bekommt eine ID-Nummer, dann kann ich die aufgrund der ID-Nummern zusammenführen. So, hier zum Beispiel ein Doppeleintrag. Ja, Achtung, Person ist wahrscheinlich doppelt vorhanden. Ich kann also hier draufklicken und dann zeigt er mir also diese doppelte Person an und ich kann dann entscheiden, ja, die ist doppelt oder nein, es ist doch eine andere Person. Das kann ich dann also hier verschmelzen. Das ist diese Bereinigungsmöglichkeit. Ich kann also hier die Verschmelzung prüfen. Er sagt mir also hier, der Jan Wilhelms Fix könnte möglicherweise doppelt sein. Das sind die Daten, die in Family Search sind. Das sind deine Daten. Ja, es ist das gleiche Geburtsjahr. Und dann kann ich sagen, bitte prüfen. Ja, das heißt, es ist dann noch nicht verschmolzen. Es wird erst geprüft von mir. So sieht das dann aus. Heute sieht das noch ein bisschen anders aus. Also dieser Screenshot ist jetzt etwas älter. Man hat das also ein bisschen komfortabler noch gestaltet. Ich kann also dann, hier sehe ich meine und da sehe ich den Doppelten. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe also hier vielleicht noch ein, ich kann das nach dahin führen oder auch umgekehrt führen und kann so die Person, die ich habe, ergänzen und die andere Person, die dann hier mit eingeflossen ist bei dem Zusammenführen, wird dann der andere Datensatz gelöscht, weil die Person ist ja dann trotzdem drin, weil sie soll, jede Person soll ja eigentlich nur einmal im Baum sein. Also Verschmelzungen können wieder rückgängig gemacht werden. Das ist also ein großes Plus. Der untere Teil im Datenblatt, da steht dann mein Urgroß, also mein Großvater, dann mit seiner Frau, wen hat er geheiratet, hier stehen die Ehen, hier stehen seine Kinder, hier stehen seine Eltern, ja, und seine Geschwister. Also der dunkle hier, das ist immer der gerade, den ich bearbeite, und da stehen die Geschwister. Und da gibt es so manche Überraschung, wenn man anknüpfen kann. Ich habe vielleicht nur 2 Kinder rausgeforscht. Er sagt mir bei der Eingabe, Dörtje Palmüller ist schon drin, schau mal nach. Ist er das? Und dann sage ich, ja, der ist das. Und dann zeigt er mir auf einmal 4 weitere Geschwister an, die ich noch nicht kannte, die ich noch gar nicht rausgefunden habe. Und dann kann ich die anklicken und kann schauen, hat der andere, der die eingegeben hat, eine Quelle angegeben, weil hier gilt auch immer A und O, ist diese Daten natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, was andere geforscht haben. Das gilt ja immer, dass man dann versucht, die Primärquelle zu finden und das zu prüfen, ob das auch stimmt, was der andere da ausgeforscht hat. Und so kann ich dann die weiteren Kinder dann auch durchgehen und sagen, Moment, ich will mal schauen, den kenne ich ja noch gar nicht, dieses Kind, ob ich da eine Quelle finde.
Das ist mir also auch schon ein paar Mal passiert. Und auch, dass hier auf einmal die Vorfahren stehen von meiner Person, die ich vielleicht auch noch gar nicht kannte, durch das Anknüpfen. Dann beim Personenstandliches kann ich also hier bei Tod oder so oder hier bei Geburt oder Taufe steht immer bearbeiten. Da klicke ich drauf, dann kann ich Eingaben machen und ich kann ein Datum eingeben und dann schlägt mir Family Search ein Standard vor. Der Standard heißt 4. Juli 1886. Egal wie ich das Datum eingebe, schlägt er mir ein Standard vor. Und wenn ich den Ort eingebe, schlägt er mir auch einen Standard vor. Und Sinn und Zweck dieser Standardgeschichten ist folgendes. Wenn ich den Standard verwende, wenn ich dann hier draufklicke und sage, ja, okay, ich will den Standard verwenden. Wenn jetzt zum Beispiel einer mit Family Search in einer anderen Sprache arbeitet, ja, dann wird die Datumsangabe in seiner Sprache angezeigt. Bei den Ortsangaben ist das deshalb so, dass zum Beispiel alle Ereignisse zu einer Person in einer Karte dargestellt werden können, in einer Google Maps Karte. Und wenn ich jetzt einen Ort nehme, der nicht dem Standard entspricht hier, dann kann er eventuell auf dieser Karte diesen Ort nicht finden. Das ist Sinn und Zweck dieser Standardangaben, aber da komme ich auch noch zu. Dann im unteren Teil kann ich die Eheschließung hier bearbeiten, indem ich hier auf das Kästchen klicke und dann kann ich also alles zu dieser Eheschließung eingeben. Ein Datum, ich kann auch das Ereignis auswählen, ob es eine Scheidung ist oder eine andere Geschichte. Es gibt auch jetzt die Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Beziehungen, das zu markieren. Ich denke, das wird vor 2 Generationen ja noch nicht der Fall gewesen sein, aber für die zukünftigen Genealogen ist es also möglich, gleichgeschlechtliche Ehen auch hier einzustellen. Ja, hier ist dann die Frau. Und was man immer machen soll, man muss es nicht, aber man soll, wenn ich etwas ändere, den Grund hinzufügen. Warum habe ich das verändert? Ja, warum habe ich jetzt etwas verändert? Da kann ich zum Beispiel reinschreiben, als Beispiel bei den Taufen, das Taufdatum stimmte nicht. Ja, bitte schaut in die Taufurkunde. Oder in die Taufeintragung, da steht es richtig drin. Der Vorteil ist das, was Burkhard vorhin angesprochen hat, Vor- und Nachteil. Diese Daten kann jeder Nutzer ändern. Es hat den Nachteil, dass man eventuell vielleicht etwas verändert, was dann nachher nicht stimmt, aber dann kann ich mit dem Nutzer in Verbindung treten und sagen, hör mal, du hast da was verändert, das ist aber nicht richtig. Der Vorteil ist davon, dass eventuell Daten eingegeben werden können durch andere, die ich selber gar nicht hatte. Ja, die habe ich selbst gar nicht eingegeben, weil mir diese Daten nicht bekannt waren. Ja, der hat zum Beispiel rausgefunden, wo mein Vorfahre getauft worden ist und gibt das Taufdatum ein und gibt als Quelle ein, wo er es gefunden hat. Das ist wieder der Vorteil. Jeder kann Daten korrigieren, jeder kann Daten ergänzen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich der Meinung bin, dass derjenige etwas falsch eingegeben hat und ich ändere das und gebe das Falsche ein. Aber was natürlich dann wieder durch die Änderungshistorie in Erfahrung gebracht werden kann. Da kann ich halt mit dem Kontakt aufnehmen und sagen, halt stopp, ja, das ist falsch. Leo, kann ich dazu mal eine Frage stellen? Ja, gerne.
Bekomme ich aktiv eine Information darüber, wenn ein anderer meine Daten ändert oder ergänzt, oder muss ich jeden Tag in das System reinschauen? Nein. Erstmal, du kannst jede Person, die du eingegeben hast, die du selbst erfasst hast, beobachten. Da gibt es oben einen Button. Da klickt man drauf, beobachten, und dann bekommst du automatisch Mitteilungen. Oder eben halt, du siehst, es ist etwas verändert worden, und ich schaue mal in der Änderungshistorie nach, wer hat das verändert. Wer das zuletzt verändert hat, steht immer daneben, ja, und nimmt Kontakt auf. Also man kann eine Beobachtung einstellen und dann kriegt man automatisch Nachricht. So, dann eben der Zeitstrahl, der möglich ist. Also die Datenblätter sind die Einzelheiten. Der Zeitstrahl zeigt also hier an, was ist mit dieser Person wo gewesen. Und wenn ich die Standardortseingaben eingegeben habe, kann ich hier Google Maps, da kann ich sogar Satellitenbild einschalten und dann zeigt er mir an, was ist wo geschehen, welches Ereignis hat sich wo zugetragen zu dieser Person. Und dann kann ich natürlich, wer Google Maps kennt, ranzoomen. Ja, und wenn es relativ genau ist, dann kann ich sogar vielleicht noch das Haus finden, in dem die Geburt, wenn ich eine Adresse eingegeben habe, aber das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber ich kann ranzoomen und mir das darstellen lassen, wie es heute aussieht. Deshalb diese Geschichte mit den Standardorten. Die Quellen. Das ist das dritte hier, also hier die Personendatenblätter, Zeitstrahl, die Quellen. Wichtig ist es, dass man die Quellen erfasst. Das, ich denke, weiß man als Ahnenforscher, Quellendokumentation ist das A und O an der Ahnenforschung. Da gehe ich rein und kann also hier Quellen erfassen und kann jetzt das Datum des Ereignisses eingeben und kann hier zum Beispiel, da kann jeder die Quellen reinschreiben, wie er möchte. Da gibt es keine Vorgaben. Ich habe zum Beispiel hier reingeschrieben, Taufeintragung Jörg Pahlmüller. Und wo ist das Dokument? In der römisch-katholischen Kirchengemeinde Passmann, Fea, Ungarn. Und das ist die Taufeintragung vom 4. Juli 1886, Mikrofilmnummer und Bildnummer vom Digitalisat. Oder ich klicke auf das Digitalisat. Wenn es eine Online-Quelle ist, die ich irgendwo online finde, kann ich also hier den Link hinterlegen. Ja, ich kann also hier eine Adresse hinterlegen von einer Internetseite. Oder ich klicke hier drauf und lege das Digitalisat dahinter als Bild. Ja, dann kann, das ist für mich die beste Quelle, die ich angeben kann, ist das Digitalisat, ist die Ablichtung der Urkunde. Na, selbst wenn ich mich hier vertippe in der Urkunde, ist es nachzusehen, nachzulesen. Ja, dann sieht man also hier, es gibt eine Erinnerung und dann kann der andere draufklicken und sieht die Urkunde. Bei den Internetseiten bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil Links, die heute noch im Internet funktionieren, es kann sein, dass sie morgen nicht mehr funktionieren, weil vielleicht die Webseite nicht mehr da ist, auf die ich verlinkt habe, oder das Portal hat die Datenstruktur verändert und dann funktioniert der Link nicht mehr. So, dann kann ich die also alle nacheinander eingeben und habe dann so eine Übersicht. Und hier kann ich mir die Quelle ansehen und hier steht, wer hat die Quelle eingegeben. Ich kann also immer nachvollziehen, ja, wer was eingegeben hat, und es sind beliebig viele Quelleneingaben möglich. Es gibt ja 1000 verschiedene Arten von Quellen, ja, von Einwanderungsakten, Schiffslisten, und das kann ich alles untereinander und mit hinzufügen von Datum, wenn es sich aus der Quelle ergibt, sortiert er mir das auch chronologisch. Georg? Ja? Kann man dann auch Scans aus dem Ordner hineinfügen? Das wollte ich gerade sagen, du kannst es einmal bei Quellen machen, ja, indem du hier eine Erinnerung einfügst, dann sagt er bitte hochladen. Dann kannst du einen Scan hochladen. Ja. Als Quelle. Mhm. Du kannst aber auch, das kommt gleich,
diese Dokumente an einer anderen Stelle hinterlegen. Ja, also hier, das ist so eine Art Kurzbeschreibung der Quelle. Die Kommunikation, habe ich schon gesagt, da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal über Notizen, über Messenger und über ein Diskussionsforum. Wenn ich also auf den Namen klicke, kann ich schon mal direkt eine E-Mail, eine Nachricht schicken an denjenigen. Das heißt, es läuft, die Kommunikation läuft über Family Search. Da braucht man also seine eigene E-Mail-Adresse dann gar nicht dem anderen kundtun, wenn man die ein bisschen zurückhalten will. Es geht also über einen Messenger, der wie WhatsApp funktioniert, in Echtzeit. Oder ich kann eine Diskussion anfangen. Ja, ich poste dort ein Bild und sage, weiß jemand, wer noch auf den Bildern ist, aus der und der Familie. Und dann melden sich die Verwandten und sagen zum Beispiel, ja, den rechts, den kenne ich, das ist doch Onkel Josef. Ja, und so kann ich also dann Diskussionen anfangen oder direkte Kommunikation bieten. Aber das kann ich auch gleich nochmal näher zeigen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt diese Möglichkeit, Notizen zu hinterlegen bei Zusammenarbeit. Also wir hatten gerade den Zeitstrahl, die Quellen, Zusammenarbeit. Da kann ich eine Notiz hinterlegen. Habe ich mal hier gemacht. Ich weiß, dass Jörg Spalmüller Zahlmeister für den Grafen von Berat war und mache eine Notiz für mich selbst und für die anderen, dass er also seine Arbeit verloren hat, als die Schafzucht aufgegeben wurde. Aber ich frage mich, gibt es denn noch Unterlagen von Grafen von Werep? Denn die Buchführung hat ja damals auch schon funktioniert. Es wurden ja Bücher geführt. Und wenn er Zahlmeister war, muss er Bücher geführt haben. Da kann ich dann eine Diskussion anfangen und sagen, neue Diskussion hinzufügen, Dokumente über die Schafzucht des Grafen Weg in Werep, Ungarn gesucht. Existieren noch Aufzeichnungen, Dokumente, Listen und Ähnliches von der Schafzucht vor dem Ersten Weltkrieg, weil Jörg Palmüller Zahlmeister war und es wurden ja auch damals Listen über die an Schäfer ausgezahlten Löhne geführt. Wo könnte ich oder könnte man solche Dokumente finden? Und dann kann ein anderer Nutzer wieder darauf antworten und sagen, da gibt es ein Archiv. Da und da, da könnte es sein. Ja? Also wie man das aus genealogischen Diskussionsforen kennt, bei Ahnenforschung.net oder so, kann man also auch hier so Informationen austauschen. Ja, dann die Familienschätze für die Ewigkeit bewahren. Mhm. Familienschätze sind für mich die alten Familienfotos auf alle Fälle. Der Schuhkarton mit den alten Fotos. Das heißt, ich kann zu jeder Person hier Erinnerungen hinzufügen. Und die gliedern sich in mehrere Teile. Einmal in den Bereich Fotos. Da kann ich meine Fotos nun scannen und kann die Fotos hochladen. Und diese Fotos, das ist bei allen Online-Portalen so, wenn ich Fotos und Dokumente hochlade, kann ich die nicht privat stellen. Die sieht jeder. Ja, es sei denn, bei Ancestry oder MyHeritage, ich stelle den ganzen Baum auf privat. Ja, aber es kommt immer die Warnung, auch bei den anderen Portalen, wenn man ein Foto hochlädt oder ein Dokument, wird man daran erinnert, dass dieses Foto und auch dieses Dokument von jedem gesehen werden kann. Und das möchte ich ja bei den alten Fotos. Ich möchte ja, dass meine Nachkommen und meine Verwandten diese Fotos sehen und auch, sie können selbst Fotos hochladen dazu. Also wenn mein Cousin noch von Tante Anna Fotos findet, lädt er die hoch und die erscheinen dann hier. Und das ist die Sektion Fotos. Und bei den Fotos kann ich Folgendes machen. Ich kann die Fotos beschriften. Ich kann also ein Foto hochladen und ich habe dieses Gruppenbild gewählt, weil es ist ja so, wenn niemand mehr weiß, wer auf diesen Fotos zu sehen ist, dann ist das Foto wertlos. Das heißt, mein Wissen über die Personen auf diesen Fotos muss ich erhalten. Denn wenn ich mal nicht mehr da bin,
und man sieht nur dieses Foto, kein Mensch weiß, wer drauf ist, dann ist es im Grunde genommen für die Mülltonne. Das heißt, ich lade mein Foto hoch, beschrifte es hier oben, Hochzeitsfoto Bela Starek Anna Palmüller. Dann kann ich, wenn ich die Person vorher schon eingegeben habe, draufklicken auf den Kopf und kann sagen, wer das ist. Das ist István Palmüller. Und wenn man später mit der Maus drüber fährt, kommt hier der Kasten und da steht István Palmüller drunter oder hier Lajos Palmüller. Das heißt, die Nachfahren können also auch mit ihren Anzeigegeräten, die sie später mal nutzen, in Erfahrung bringen, wer ist denn auf diesem Foto? Das heißt also, ich kann diese Person einzeln festhalten auf dem Foto. Ich kann hier dann weitere Einzelheiten zu dem Foto eingeben. Wann ist es aufgenommen worden? Das weiß ich, weil das am Hochzeitstag aufgenommen worden ist meiner Tante. Wo ist es aufgenommen? Bitte eine Beschreibung. Das bleibt einem selbst überlassen, was man reinschreibt. Da kann man also noch Details reinschreiben zu diesem Foto. Oder man macht sich das noch einfacher. Man klickt auf das Mikrofon und spricht die Erinnerung zu diesem Foto hinein. Das heißt also, ich kann zum Beispiel erläutern, wie ich an das Foto rangekommen bin oder welche Besonderheiten dieses Foto noch hat, wichtige Informationen, die da drauf zu sehen sind. Kann ich reinsprechen, also diese ganze Tipparbeit, kann ich mir im Grunde genommen sparen. Ich erzeuge eine Audiodatei, die direkt hier drunter erscheint und die jeder später abspielen kann. Oder, wenn ich das nicht machen will, kann ich also noch Generelles über diese Aufnahme hier eintippen und speichern als Geschichte. Und diese Möglichkeiten der Vereinfachung finde ich einfach ganz toll. Erstmal die Möglichkeit, dass das Programm, oder was heißt es ja kein Programm, dieser Stammbaum diese Möglichkeit bietet, die einzelnen Köpfe zu markieren und zu wissen, wer ist da drauf und eben halt die Erinnerungen also auch per Audio festzuhalten. Dann habe ich noch Möglichkeiten, was ich mit diesem Foto machen kann. Wenn ich es versehentlich falsch hochgeladen habe, kann ich es drehen. Ich kann es auch herunterladen. Das heißt zum Beispiel, Cousin Bela hat ein tolles Foto hochgeladen und ich möchte das gerne ausdrucken, weil ich das gerne irgendwo in einem Bilderrahmen in meiner Ahnengalerie haben möchte, hier an der Wand. Dann kann ich dieses Foto runterladen, kann es mir drucken lassen oder ausdrucken, kann es in einen Bilderrahmen packen. Oder wenn ich es versehentlich, wenn es jetzt ein Dokument wäre, eine Urkunde und ich habe es versehentlich bei Fotos reingetan, kann ich es wieder ändern. Oder ich kann es auch löschen. Löschen kann nur derjenige, der das Foto hochgeladen hat. Ja, also da kann kein anderer Nutzer kommen und aus dieser Bildersammlung einfach irgendetwas rauslöschen. Die anderen Nutzer können nur Daten verändern. Die können aber die Erinnerungen und die anderen Geschichten nicht verändern. Die können nur etwas hinzufügen, aber nicht löschen oder verändern. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Weitergebens. Ich sage dann, boah, ich habe hier ein ganz tolles Bild gefunden, das habe ich jetzt hier hochgeladen und schicke das dann über Facebook, Twitter, Pinterest oder E-Mail oder ich mache einen Link, schicke den Link hier an meinen Cousin und sage, hier, klick drauf, da findest du das Foto mit anderen Teilen. Dann die zweite Möglichkeit, die ich unter Erinnerung habe, ist Dokumente hinzuzufügen. Und da komme ich nochmal zurück auf die Frage mit den Scans. Also ich füge die immer bei Erinnerung hinzu. Die Taufeintragung, die Heiratseintragung, die alte Karte mit dem Geburtsort. Und diese Tante Anna hier hat ein Tagebuch geschrieben. Die hat Erinnerungen geschrieben über die Familie. 108 Seiten mit der Hand. Die habe ich übersetzen lassen und habe Bücher rausgemacht. Und da komme ich auf eine Besonderheit noch zu sprechen jetzt, wer eine Chronik erstellt hat, eine Familienchronik oder
Geschichten, Bücher über gewisse Personen aus seiner Ahnenforschung, der kann diese PDF-Datei auch hier hochladen. Und die erste Seite wird dann immer als Titelseite angezeigt. Das heißt, ich habe Bücher gemacht, hier ist die Originalerinnerung, und ich habe Bücher gemacht und diese Bücher möchte ich der Nachwelt erhalten. Ich mache ein PDF raus und packe es mit unter Dokument hochladen. Wenn da mehrere Personen genannt werden, kann ich die immer verknüpfen. Ich kann sagen, dieses Dokument bitte noch mit folgenden Personen aus diesem Baum verknüpfen. Es wird nur einmal hochgeladen, erscheint aber bei allen anderen. Ja, das geht also mit einer PDF-Datei. Also wenn ich wirklich Arbeit reingesteckt habe und habe eine Familienchronik erstellt, dann ist es für mich, also ich habe sie hier hochgeladen, damit die nächsten Generationen, die klicken drauf. Da komme ich gleich nochmal zu. Hier habe ich nochmal als Dokument eine Heiratseintragung hochgeladen, habe die beschriftet, wieder vorhin wie bei den Fotos. Habe die Einzelheiten eingetragen, kann also zu jeder Person ein Album bilden und kann nachher sagen, zeige mir mal bitte das Album an von Anna Palmüller, dann wird mir alles angezeigt, was ich von ihr sowieso dann hochgeladen habe. Und ich brauche hier keinen roten Rahmen drum zu ziehen, sondern ich lade das Bild, wie es ist, hoch und kann es hier markieren. Kann sagen, da ist die Eintragung von Anna. Speichern. Und wenn ich später mit der Maus drüber gehe, dann wird es hier hell. Damit erscheint der Rahmen. Das heißt, ich kann also die Eintragung markieren und ich habe auch wieder die Möglichkeit, Audiokommentare zu hinterlassen oder eben Beschreibungen zu hinterlassen. Was ist das Besondere an dieser Urkunde? Ja, wie habe ich die gefunden oder wer hat mir die gegeben? Oder habe ich ein kleines Abenteuer erlebt, um an diese Urkunde überhaupt heranzukommen? Oder zufällig, das kann ich alles festhalten. Gibt es da Fragen momentan? Wenn nicht, machen wir das auch im Anschluss. Ja, ich. Ja? Wenn man diese zu den Quellen legen würde, wäre das nicht einfacher, dann auch diese Urkunde zu finden? Ja, es wäre dann bei den Quellen drin. Ja, es erscheint aber dann aber nicht automatisch unter Erinnerung. Also. Es erscheint dann nur in der Quellenverwaltung. Mhm. Ja, und deshalb, ich packe es lieber unter Erinnerung. Ja, weil es ist letztendlich eine Erinnerung. Und ich finde es einfach toll. Und es gibt auch einige, die sagen, ach, die Scans, die habe ich mit mühevoller Arbeit oder ich habe da was angefordert, hier was angefordert und ich habe da Arbeit reingesteckt und die anderen sollen sich gefälligst den Scan selber beschaffen. Ich sehe es etwas anders. Ich sehe es so, dass ich meine Nachfahren oder auch die anderen, die jetzt feststellen, Bela Starek ist mein Urahne, die freuen sich doch darüber, wenn sie den Originalscan sehen können. Ja, die sagen, boah, guck mal, so hat das damals ausgesehen. Ja, weil die nachfolgenden Generationen kriegen ja nur noch elektronische Sachen, elektronische Ausdrucke. Ja, Standesamtsbücher werden ja nur noch elektronisch. Und vielleicht ist es für die ganz toll, auch so etwas zu sehen hier. Und deshalb teile ich also auch die Scans mit anderen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Georg, ich habe auch noch mal eine Frage. Ja. Ich habe von meiner Urgroßmutter 16 Tagebücher aus der Zeit von 1910 bis 1918 gefunden. Ja. Und die liegen schon lange bei mir rum. Sie sind natürlich in Süderlin geschrieben, schwer zu lesen. Und ich habe immer, wusste man nicht bisher, was kann ich mit den Dingern machen. Sie sind schon eingescannt. Das heißt, ich könnte so viele Bücher, das ist eine ganze Menge, 16 so eine kleinen Tagebücher, aufnehmen, ja? Du kannst sie da hochladen als PDF. Kann ich reinnehmen. Du kannst sie da hochladen und kannst dann eben halt auch zum Beispiel, wenn die Personen schon eingegeben sind, die da drin auftauchen in den Büchern, kannst du die immer damit verknüpfen. Dann tauchen die PDF-Dateien bei allen Personen auf. Die sind nicht doppelt, das ist nur einmal hochgeladen und verknüpft. Das ist super.
Ja? Das ist, ja. Hm. Das ist so die Sache, wie man also auch solche Sachen sichern kann. Nun, du kannst, wenn die in Sütterlin sind, theoretisch, also wenn das jetzt Sütterlin wäre, hier die Eintragung oder so, könnte ich die hier nochmal unter Beschreibung, ja. Könnte ich die dann nochmal übersetzen. Ja? Sag ich nur, wenn ich jetzt eine Sütterlin-Urkunde habe. Ne? Georg, wenn ich es könnte, ich kann es selber gar nicht lesen. Ja, ich sag nur, das wäre eine Möglichkeit auch. Ja. Und eben halt sogar eine Geschichte noch hinzufügen. Danke. So, dann ich komme nochmal zurück auf die PDFs. Ja, hier kann ich das hochgeladene PDF beschreiben. Das ist es, Anna Zevenje Palmüller, Mein Leben in Spatzendorf, eine ungarische Familiengeschichte, Band 1, Familiengeschichte, Leben im Dorf. Das habe ich also selbst zusammengestellt, dieses Buch aufgrund der Aufzeichnungen. Habe es hochgeladen. Hier oben steht dann immer der Dateiname und hier steht dann Runterladen. Ich kann also reinklicken, dann kann ich es online lesen. Ja, kann jede Seite lesen online. Ich kann es aber auch herunterladen, die gesamte PDF-Datei. Oder ich kann mir die auch drucken. Oder ich kann mir die erst runterladen, dann drucken. Ja, also die Möglichkeiten hat man dann. Ich kann dann auch wieder hier die Aktionen wieder mit weitergeben und so. Wenn ich sage, hier ist ein Buch von Tante Anna, lieber Cousin Bela, lest sie das mal durch. Und kann dann also hier die Beschreibung wieder angeben, was ist es für ein Buch und so weiter. Lesbar, runterladbar, druckbar. Die nächste Sektion, die dritte, sind die Geschichten. Ich kann also in der dritten Sektion, kann ich Geschichten, die mein Vater mir erzählt hat, abschreiben. Ich habe damals Notizen gemacht. Ich habe Word-Dokumente gemacht. Die Word-Dokumente habe ich jetzt hier rein kopiert, die Texte, weil es waren nur Texte, ja, die ich aufgeschrieben habe. Das heißt also, ich kann einzelne Geschichten, Leue Spalmüller in der Nachkriegszeit oder seine Geschichten als Soldat in Dänemark, kann ich für jeden zugänglich hier als Texte hinterlegen und kann auch ein Bild dazu, kann die also auch bebildern. So wird das dann aussehen. Das ist eine Geschichte, da kann ich dann mehrere Bilder hinterlegen. Und kann dann sagen, Leue Spalmüller, das war ein mündlicher Bericht von Leue Spalmüller an seinen Sohn Georg im Jahr 2011, Bericht Nummer 1. Da kann ich entweder was reinkopieren oder ich kann es tippen. Ja, bis zu einer gewissen Anzahl. Also der Titel darf nicht mehr als 144 Zeichen sein, aber alles andere ist dann offen. Und dann sage ich Geschichte speichern, kann also hier noch Bilder hinzufügen. Oder ein Foto entfernen, wenn das nicht passt. Die letzte Sektion unter Erinnerungen sind die Audioaufnahmen. Das heißt, das kann ich auch gleich nochmal live vorspielen, wer es hören möchte. Ich habe 3 Interviews mit meinem Vater geführt und habe diese Interviews mit meinem Handy aufgenommen, mit dem Audiorekorder. Und diese Audioaufnahmen kann ich hier hochladen und kann was dazu schreiben. Ne? Und hier ist ein Abspielbutton. Das heißt, jeder kann sich jetzt diese Interviews anhören und meine Nachkommen sagen, boah, guck mal, der Uropa oder Uropa Lajos, so hat er sich angehört damals. Guck mal, der stammt ja aus Ungarn und hat also auch noch so einen Akzent gehabt, der hat mit Akzent gesprochen. Das kann ich also machen. Ich kann also auch zum Beispiel die Audioaufnahme von Tante Erna, die Erzählung von Tante Erna da hochladen. Noch bequemer geht es mit der App. Da suche ich die Person raus und klicke auf Aufnahme. Dann ist die sofort hinzugefügt. Ich kann die dann nachträglich noch beschriften. Ansonsten, wenn man mit dem Webinterface arbeitet, entweder kann man selbst über sein Laptop-Mikrofon eine Geschichte da erstellen oder eben halt eine Audiodatei hochladen. Da kann man so viele hochladen, wie man will. Aus der Galerie auswählen heißt immer, wenn ich zu Palmüller Lajos was hochgeladen habe und er berichtet über meine Mutter, dann würde ich unter Erinnerung meiner Mutter gehen und würde sagen, nicht nochmal hochladen, sondern schon aus der Galerie auswählen. Es ist schon mal hochgeladen. Ja, und dann zeigt er mir an, welche, und dann sage ich die. Und dann erscheint die Audio
Geschichte bei meiner Mutter im Datenblatt auch. Ja, das sind dann hier die Einzelheiten, die man dann noch machen kann. Beschriften, also hier erscheint der Dateiname, das kann ich wieder gegen Titel ersetzen. Ich kann erzählen, was ich dazu weiß. Ich kann hier wieder alles, wann habe ich es aufgenommen, wo habe ich es aufgenommen, was passiert da? Lawyer Spalmüller erzählt aus seinem Leben unmittelbar nach Entlassung aus englischer Kriegsgefangenschaft. Wann ist es aufgenommen worden? Und ich kann auch selber Geschichten erzählen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Buch finde und da steht ein langer Passus drin über meinen Vorfahren, dann sage ich, boah, den müsste ich jetzt scannen. Das kann ich natürlich gerne tun. Ich müsste es abtippen, da habe ich keine Lust so, weil das 3 Seiten sind. Was mache ich ganz einfach? Ich lese es vor. Ich nehme das Buch und lese es vor. Ja. Und dann ist diese Vorlesung, die ich gemacht habe, also auch da drin zu der Person. Spart längere Geschichten über die Person aus Aufzeichnung vorlesen, spart Zeit und Arbeit. Ja, Family Search Stammbaum, Ausgabemöglichkeiten sind sehr beschränkt. Da gibt es nur Ahnentafel, Ahnentafel im Hochformat, Fächer, Familie, Familie mit Quellen und das sieht so aus. Also sehr beschränkt den Baum, bevor man drucken kann, speichert er immer alles als PDF. Ja, das heißt, also wenn ich auf Drucken gehe, dann druckt er nicht sofort los, sondern macht mir eine PDF und das ist vielleicht auch noch besser, weil dann kann ich das verschicken. Aber es sind eben halt nur solche Sachen machbar. Also hier ein Familiengruppenbogen, wie man ihn aus Computerprogrammen kennt, mit Quellen. Oder hier so Ahnentafelübersichten oder eben so ein Fächer. Ja, dann der zweite Punkt, wenn ich meine Vorfahren da nicht einpflegen möchte. Ich möchte meine Genealogie, was ich rausgeforscht habe, nicht im Baum haben. Aber ich möchte den Baum gerne nutzen, um selber was zu finden. Ja, man kennt ja so diese Postings. Ich bin kein Abonnent bei Ancestry, kann mir mal jemand was raussuchen. Und genau das Gleiche kann man hier auch machen. Man muss nichts dazu beisteuern. Man kann also den Baum auch als Forschungsquelle nutzen. So, da klicke ich dann hier in Stammbaum und gehe hier nicht vor kurzem angesehen, sondern auf Suchen. Und gebe einen Namen ein. Ich suche jetzt zum Beispiel nach einem Ludwig Johann Adolf Ackermann, der in dem Zeitraum geboren worden ist. Gibt es den irgendwo in den 1,2 Milliarden Personen im Baum? Klicke auf Suchen und erhalte jetzt diese Ergebnisliste. Der ist also drin, in Dortmund geboren, getauft in Dortmund, tot, oh, ja, in Polen, 1915, deutet für mich schon also auf Ersten Weltkrieg hin. Und hier stehen die Eltern. Jetzt klicke ich auf den Namen und dann geht es wieder so wie im Baum. Ich kann mir seinen Stammbaum anzeigen oder sein Personendatenblatt. Ich lasse mir sein Personendatenblatt anzeigen und sehe also hier schon, ist derjenige, der ihn eingegeben hat, hat 4 Quellen eingegeben und 9 Erinnerungen. Und er hat eine Zusammenarbeit angeklickt. Das heißt, wenn ich etwas ändere oder ergänze, kriegt er automatisch eine Nachricht. Mhm. So, und ich sehe auf einmal hier das, was der alles hochgeladen hat. Ja, das kriegte ich nicht so richtig auf ein Bild, deshalb habe ich das hier so ein bisschen so erstellt. Das heißt, ich habe jetzt viele Dokumente und Informationen zu Ludwig Johann Adolf Ackermann gefunden, die ich vorher gar nicht hatte. Ja, ich sehe also, dass er ein Nähmaschinengeschäft hatte. Es sind sogar Geschichten, eine Biografie ist abgetippt worden, die da alle drin sind. Fotos vielleicht noch. So kann ich das also als Forschungsquelle nutzen, in der Hoffnung, dass ich noch mehr Informationen finde, als die, die ich habe. Dann komme ich... Kann man die... Bilder denn bitte? Runterladen dann auch? Oder? Ja. Man klickt auf das Bild, genauso wie ich vorhin das gezeigt habe bei dem Foto, unter Aktion und dann runterladen. Mhm. Oder die Urkunde.
jetzt komme ich zu den Vorteilen. Gemeinsamer Stammbaum für alle ist schon mal ein Vorteil dessen, weil alle dran arbeiten und ich aus allen Quellen oder von allen irgendwelche Informationen kriegen kann. Finden von weiteren Informationen ist möglich. Einfacher Informationsaustausch ist möglich. Ändern, ergänzen, korrigieren, Fotos, Dokumente, Geschichten, Audios sind möglich. Änderungshistorie ist da ganz wichtig. Hinweise durch Family Search und Partner bekomme ich. Ich kann also auf Ancestry klicken, wenn ich ein Abo habe als Privatperson oder eben ich gehe dann in ein Family History Center, logge mich da mit meiner Family Search-Kennung in Family Search ein und bin dann wieder ein Baum. Nutze also Ancestry und Co. gratis, um Informationen zu finden. Dann Jörg, sicher für alle Zeit bewahrt. Ja, bitte. Ein ganz kleiner Hinweis noch, weil du jetzt gesagt hast, dass du dich im Family Search Center bei Ancestry und so weiter einloggen kannst. Das geht aber dann nicht vom privaten Laptop, sondern nur vom Computer im Family Search Center. Richtig, weil die Computer müssen autorisiert sein für diesen Gratiszugriff. Und dafür lässt nämlich Family Search bei den Family Search Computern, die im Center stehen, eine Software im Hintergrund laufen, die zum Beispiel Ancestry sagt, ich bin ein offizieller Family Search Rechner, ich darf kostenfrei zugreifen. Ja? Richtig, weil viele wissen es nicht, genau, dass das nur von den Computern ausgeht. Nein, man kann seinen eigenen Laptop mitbringen und man kann also dort zum Beispiel Digitalisate einsehen, die man eventuell nur im Center für Familiengeschichte einsehen kann, das geht. Aber eben diese Partnergeschichten nicht. Sicher für alle Zeit bewahrt. Online auch mit Tablet und Smartphone. Automatische Datensicherung, man braucht sich da um nichts kümmern. Einfach, schnell und kostenlos zugreifen und weiterarbeiten. Das heißt, meine Nachfahren kommen auch kostenfrei dran und können einfach weiterarbeiten. Jetzt komme ich zu den Nachteilen. Es ist kein GetCom-Export möglich. Das heißt, wenn ich mich anknüpfe an den bestehenden Baum, dann, ich habe zum Beispiel 2700 in meiner Datei, jetzt knüpfe ich mich an diesen Baum an, dann weiß ich gar nicht, ich kann an 100.000 jetzt dran angeknüpft sein, ich kann an 300.000, ich kann an 2 Millionen von Personen angeknüpft sein. Oder 10 Millionen, weil es sind ja 1,2 Milliarden da drin. Manche sind ja einzeln. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle als GetCom runterladen. Das ist bei der Menge nicht mehr möglich. Was ich machen kann, ich kann meine GetCom hochladen. Jörg, ich kann sie dort, ja? Nochmal ganz kurz, was bedeutet GetCom? GetCom ist das internationale Austausch, Datenaustauschformat in Sachen Genealogie. Wenn ich jetzt ein Ahnenforschungsprogramm habe, habe meine Daten im Programm, kann ich sagen, exportiere als GetCom. Und diese GetCom kann ich einem anderen schicken, der ein anderes Programm hat. Und der kann die einladen. Mhm. Ja, die Programme untereinander sprechen ja keine gemeinsame Sprache. Ja, das eine Programm hat das Datenformat, das andere Programm hat ein anderes. Aber GetCom ist das Format, was alle verstehen. Ah ja, okay. Und so kann ich zum Beispiel eine GetCom-Datei bei Family Search hochladen. Dann ist die unter Genealogien abrufbar. Man findet, also die Daten findet man. Und dann kann ich zusätzlich sagen, ich möchte aber auch, dass die Daten in den Baum kommen. Ich muss es nicht tun. Ich kann es, ja. Oder ich kann meine GetCom-Datei einfach nur einzeln da stehen lassen. So wie bei Ancestry MyHeritage. Die Daten werden auch gefunden. Aber eben halt nur mein Baum ist darstellbar. Er hat keine Anbindung an den anderen Baum. Da kann ich als zweiten Schritt sagen, bitte lasse meine Daten auch einfließen in den Baum. Aber ich kann jetzt nicht von dem riesigen Baum, von diesem Megabaum, eine GetCom-Datei runterladen. Nur meine eigene, die ich hochgeladen habe. Georg, nochmal die Frage. Gegenfrage oder eine Zusatzfrage. Ich kann tatsächlich, wenn ich Daten eingepflegt habe,
Und die im großen Baum sind, kann ich sie nicht als GetCom runterladen, sondern nur das, wenn ich als Einzelperson geblieben bin. Ja, ja, wenn du deinen Baum als GetCom hochgeladen hast, ja, diese Datei, die du hochgeladen hast, die kriegst du jederzeit als GetCom natürlich wieder runter. Ja. Ja? Die kannst du auch jederzeit löschen dort. Die ist auch über die Datenbank Genealogien bei FamilySearch durchsuchbar. Ja, aber wenn du das, was du einfließen lässt in den großen Baum, das kannst du nachher dann als GetCom nicht mehr runterladen, weil es ist einfach zu groß. Ich verstehe jetzt die Frage nicht, weil die sehr leise ist, da spricht jemand. Ich kann die Frage nicht verstehen, weil die sehr leise ist. Und Nancy, vielleicht kannst du noch mal gleich nachhaken. Ja? Nancy? Ich höre Nancy nicht. Ich bin hier, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ja, ich weiß auch nicht, wer da gerade gesprochen hat, weil es war zu leise. Ja, sie muss. Die Druckausgabe, ich gehe mal erstmal weiter. Die Druckausgabemöglichkeiten sind sehr beschränkt. Da kann also jedes Genealogieprogramm ein bisschen mehr. Und das ist gerade die Sache, die ja vorhin angesprochen wurde. Jeder Nutzer kann Personendaten ergänzen, ändern, korrigieren, löschen. Missbrauch kann gemeldet werden. Das heißt, wenn jemand jetzt etwas ändert, was ich eingegeben habe, und ich nehme Kontakt mit dem auf und der stellt sich stur und ich kann beweisen, dass das, was er eingegeben hat, nicht stimmt, dann kann ich den melden. Dann setzt FamilySearch sich mit dem in Verbindung. Ja? Und das kann also so weit gehen, dass er dann letztendlich, wenn er Missbrauch betreibt, also offensichtlichen, vorsätzlichen Missbrauch, dann kann der gesperrt werden. Dann sperrt FamilySearch den aus. Aber ich gehe mal davon aus, mit Absicht wird da keiner was durcheinander bringen wollen. Ja, es ist ein Vorteil, es ist aber auch ein Nachteil. Das muss man sich bewusst sein. Deshalb sage ich immer, bitte FamilySearch nicht als einzigen Baum nehmen. Also nicht als einzige Stelle, sondern auch auf dem Computerprogramm nutzen, dort seine Ahnen erfassen und an verschiedenen Stellen vielleicht noch online stellen. FamilySearch praktisch als zusätzliches. Georg, du bist ja schon seit längerem auch hier aktiv in FamilySearch mit deinem Stammbaum, ja, beziehungsweise mit der Anknüpfung. Wie sind denn so deine persönlichen Erfahrungen, also negative Erfahrungen, dass andere Nutzer, vielleicht doch fälschlich was ändern? Du sagst aber auch, man kann das ja so einstellen, dass man informiert wird, wenn andere was ändern und man kann auch das wieder korrigieren. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass deine Erfahrungen vom Grundsatz her positiv sind. Also meine Erfahrungen sind so, es ist in all den Jahren, in denen ich das da drin habe, nie gewesen, dass jemand etwas umgeändert hat und das stimmte nicht. Es ist also auch nie irgendetwas geändert worden, sondern immer nur hinzugefügt worden. Ja, also ich habe, das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, so einen Fall noch nicht gehabt. Ich kenne aber Erzählungen von anderen, die sagen, Mensch, da ist ein Nutzer, das ist ein Verwandter von mir und der ist sowas von überzeugt, dass das Taufdatum stimmt. Und dann sage ich immer, hängt doch, wenn ihr die Primärquelle als Scan habt, packt die unter Erinnerungen und dann sagt ihr dem, guck doch mal da rein. Ja, da ist die Urkunde, da ist der Scan. Ja, aber das vorsätzlich, was geändert wird. Ja. In der Theorie ist die Gefahr sicherlich da, aber ich denke auch, wie du gerade geschildert hast, in der Praxis eher unwahrscheinlich. Ja, also ich nutze FamilySearch, um die Informationen, die ich zu meinen Personen habe, im Baum, dort zu hinterlegen, für meine Nachkommen. Aber mein Baum, den habe ich auf meinem Rechner, den habe ich also auch noch bei Ancestry als einzelnen Baum, ja, und den habe ich auch mehrfach gesichert. Ich nutze diesen Weltstammbaum, um den anderen zu helfen und eben das, was ich weiß, dort zu hinterlegen. Also nicht nur, nicht als einzigen oder als
als einzige Möglichkeit der Baumerstellung nehmen. Ne? Sonst, wie gesagt, wenn jemand was ändert, dann, ja, Stammbaum kann nicht in Computerprogramm überspielt werden, ist zu groß. Das geht also auch nicht, wenn man angeknüpft hat und hängt dann an Hunderttausenden, dann kriegt man es auch nicht wieder zurück, eben halt über diesen Gitcom-Export, was dann nicht mehr möglich ist. Georg? Ja? Wenn ich jetzt einen Gitcom-Import mache, sind meine lebenden Personen automatisch gesperrt? Da muss man gucken. Man muss also im Computerprogramm schon eingeben, dass er die Lebenden... In meinem eigenen Programm dann eingeben, dass sie gesperrt sind. Richtig. Okay. Und das ist halt so, wenn du eine Person eingibst, die noch lebt, dann klickst du auf lebend und dann siehst nur du sie, kein anderer. Ja, das ist das Wichtige und deshalb gibt es ja auch dieses eigene Konto. Ne? Darf ich da auch nochmal? Aber die Gitcom, wenn man eine Gitcom hochladen will, bitte vorher im Genealogieprogramm schon einstellen beim Export, bitte keine Lebenden oder ne? Die Daten leben dann nicht. Okay. Da war eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Ja. Gerade bei Lebenden. Ich habe 7 Geschwister und ich habe von denen immer wieder höre ich, du arbeitest dort mit genealogisch und du stellst uns Lebende sozusagen ins Internet. Wo bleibt da die Privatsphäre? Ist da nicht die Gefahr, dass man da irgendwie missbraucht wird? Nein, normalerweise eigentlich nicht. Aber ich mache es grundsätzlich so, dass ich in meinem Online-Baum, ob das bei Ancestry ist oder hier ist, oder ja, in meinem Online-Baum lasse ich alle Lebenden raus, außer mich selbst und Nancy, ja, die hat mir die Zustimmung gegeben, die setze ich mit rein, also mich selber, aber alle, die noch leben, die lasse ich lieber in meiner Datenbank auf dem Computer. Ja, gut, danke. Ja? Mhm. Und immer besser zweigleisig fahren, auf Festplatte und online, ja, dass man es nicht nur auf der Festplatte hat, dann wird der Rechner geklaut, dann ist dann alles weg oder die Sicherungsplatte, die auf dem Schreibtisch liegt, wird auch noch mitgenommen. Es ist immer besser zweigleisig zu fahren. Ja, dann nochmal, was passiert denn mit den Bäumen bei einer Insolvenz? Ja, ich lade da was hoch und dann geht das Ganze pleite. Ist bei Family Search nicht gegeben, weil Family Search nicht kommerziell ist. Ja, kann also nicht pleite gehen. Ich denke immer daran, nichts gegen die Kommerziellen. Ich arbeite sehr gerne damit, das weiß auch jeder. Und ich schimpfe auch nicht auf die, weil die Kommerziellen haben auch Daten, die mir geholfen haben und die auch eventuell anderen helfen können, auch wenn man was dafür bezahlen muss. Aber Privatfirmen können pleite gehen. Ja, und wenn eine andere Firma die aufkauft, ist es ja noch gut, aber wenn die dann pleite gehen und müssen irgendwann ihre Server abschalten, was passiert denn mit diesen Daten, mit den Bäumen? Die sind dann auch weg. Das heißt, meine Nachfahren finden den nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Nachkommen unsere Familiengeschichte in einigen hundert Jahren bei Family Search finden, ist groß. Ja, weil Family Search gehört zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die wir unter Mormonen kennen. Den Begriff möchte ich jetzt auch nicht so nutzen, weil das möchten die jetzt nicht mehr so gerne hören, Mormonen, aber wir kennen die halt unter dem Begriff. Die betreiben Family Search und sie sind nicht kommerziell. Jeder kann von denen alles bekommen, was sie haben. Und diese Religionsgemeinschaft wächst. Sie wird nicht kleiner, sie wird größer. Und wenn ich sehe, was man in den letzten Jahrzehnten aus Family Search gemacht hat, ja, da kann ich also getrost sagen, wenn ich es dort hinterlege, wird es also in einigen hundert Jahren hoffentlich alles auch noch da sein. Ja, bei Privatfirmen ist das vielleicht mit einem Fragezeichen. Oder bei der eigenen Webseite. Man macht eine eigene Webseite und jetzt, ich bin auf einmal nicht mehr da und dann wird meine Webseite nicht mehr bezahlt. Was macht der Provider? Der löscht irgendwann meine Webseite. Das ist auch weg. Ja, bewahren Sie Ihre Familiengeschichte für die Ewigkeit. Die Nachkommen werden dankbar sein. Ich kann mir schon vorstellen, genauso wie ich mich freue, wenn ich so etwas finde über meine Vorfahren.
werden sich meine Nachfahren auch dafür bedanken. Ja, dann noch ein kleiner Spruch. Wenn ich mich mit meinen Vorfahren beschäftige, mit den einzelnen Personen, dann komme ich praktisch in eine Verbindung mit ihnen. Ja? Ich meine das jetzt nicht so wie die Schamanen oder wer weiß was, sondern ich meine einfach, ich beschäftige mich und möchte mehr erfahren. Und irgendwann habe ich ein Bild von dieser Person, ein Gesamtbild, ja, und lerne aus dem Leben dieser Person für mein eigenes Leben. Ja, ich bedanke mich und dann können wir die Fragerunde starten, wenn wir möchten. Ja, ich habe gleich eine Frage, weil ich nämlich gleich weg muss. Ich habe schon mal mit Family Search angefangen zu arbeiten und wurde dann mit unheimlich vielen Namen meines Familiennamens überflutet, mit denen ich alles gar nichts zu tun hatte. Es kam also jeden Tag kamen da Massen an Hinweisen. Hier ist noch ein Verwandter, da ist noch ein Verwandter. Wie kann man sich dagegen schützen? Nein, du bekommst ja letztendlich das nicht als E-Mail, sondern du bekommst es unter Hinweise zu den Personen angezeigt. Ja. Jetzt, ja? Du brauchst ja die Hinweise gar nicht abarbeiten. Das ist genauso wie bei, ich sag mal, Ancestry oder bei MyHeritage. Du bekommst auch immer Matches angezeigt. Bei Ancestry ist es dieses grüne Blättchen, was bei jeder Person angezeigt wird. Da habe ich mittlerweile 12.000. Die kann ich gar nicht durcharbeiten. Ja. Man kann das einfach ignorieren. Aha, gut. Gut, und vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Das war sehr interessant. Ja. Tschüss. So, jetzt, wer Fragen hat, bitte bombardiert mich gerne. So, Heinrich hat seine Hand erhoben. Heinrich, ja, bitte, möchtest Heinrich. Du anfangen? Ja, Georg, ich muss den Hinweis, dass man die Dokumente bei Family Search kommt, gleich einschränken. Ich habe seit 2 Jahren das Problem, es sind hier im einen Kreis Standesamtsunterlagen bei Family Search hochgeladen worden. Und wenn man die, man kann die anschauen und wenn man sie runterladen will, das geht nicht, weil das auf der rechten Seite oben ist ja das Symbol zum Download. Du meinst jetzt bei den Digitalisaten? Bei den Digitalisaten. Ja, richtig. Dann hat durch eine Vereinbarung mit dem Standesamt, durch einen Text, das heißt, ich kann die Dokumente nicht runterladen. Richtig. Genauso haben das auch viele polnische Archive mittlerweile gemacht. Die haben gesagt, ihr dürft es nicht runterladen. Was natürlich im Grunde genommen, Heinrich, sinnlos ist. Denn wer die Urkunde haben will, der kann die runterladen. Der macht sich einen Bildschirmschnappschuss. Ja? Oder der klickt mit der rechten Maustaste drauf und sagt, Bild speichern unter. Ja, es gibt immer Wege, diese Urkunde doch irgendwo sich zu speichern. Und deshalb machen diese Geschichten mit dem Sperren des Runterladens eigentlich so richtig Sinn, machen die nicht. Ja, ich habe Axel Borcher den letztes Jahr in Münster angesprochen, hat er das hier zum zweiten Mal vorgestellt im Norden. Ja, ja. Und er sagte, das ist mir nicht bekannt. Ja, ja, das ist aber bei den polnischen Archiven so. Ja, auch zum Beispiel. In Steinburg, hier in Schleswig-Holstein. Das mag vielleicht zu dem Zeitpunkt, als er bei euch, wann hat er den Vortrag gehalten? Im letzten Jahr. Ja, da war das vielleicht noch nicht so, dass die polnischen Archive das mit dem Runterladen... Nee, das ist teilweise erst Mitte, Ende letzten Jahres. Seitdem kann man viele Sachen nicht mehr runterladen. Seit über 2 Jahren. Aber Heinrich, du könntest vielleicht ein Beispiel aufrufen auf deinen Rechner und dann ja, ich mache jetzt können wir das anschauen. Ja. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt eins. Ich stoppe jetzt mal hier die Bildschirmgeschichte bei mir und dann kann man sich auch das ansehen, was die anderen an Fragen haben. Oder ich kann dann auch in den Baum live hineingehen gleich. Ja, ich nehme das mal eben zurück. Was mich jetzt als totale Anfängerin auch eben interessiert hat, das wurde ja nur ganz kurz angesprochen. Ja. Eigentlich bin ich ja auf der Suche nach meinen Vorfahren. Natürlich werde ich, soweit sie mir bekannt sind, werde ich vielleicht ein paar Daten da einpflegen können. Aber jetzt zum Beispiel mein Mann, der hat mal irgendwann Leuten gehört, dass ein paar seiner Vorfahren aus Irland, Schottland da, als die große Hungersnot war, dann nach Belgien ausgewandert sind. Du sagtest aber auch, da kann man eventuell auf Treffer
Ja, das ist ja wieder der andere Bereich von Family Search. Es besteht ja hier aus dem Familienstammbaum, den ich gerade erläutert habe, ja, und aus der normalen Suche. Da sind also, ja, alle drin. Wenn ich hier draufklicke, erreiche ich verschiedene Datenbanken. Einmal, ja, die indexierten Aufzeichnungen, mhm, ja, dann die Genealogien. Das sind die hochgeladenen GetCom-Stammbäume, wie bei Ancestry. Ja? Jeder lädt seinen GetCom hoch und das ist dann durchsuchbar. Und der Katalog aller mikroverfilmten oder digitalisierten, wenn du jetzt was aus Irland suchst, als Beispiel, dann gehst du unter Aufzeichnungen. Mhm. Ich hoffe ja, dass meine Internetverbindung läuft. Ich hoffe, dass das auch gut bei euch ankommt. Ja. Seht ihr das? Dann gehst du hier auf hier, Vereinigtes Königreich. Siehst du das da? Ja. Ja. Das kleine Ding. So, ja, und dann suchst du hier Irland. Ja. Und dann kannst du nach Namen suchen. Ah ja, okay. Ja, ja gut. Das ist nur mal ein Beispiel. Ich gebe jetzt mal Kilkenny ein oder so, ja, aus, ja, Dublin. Mhm. So, und dann gehst du auf Suche. Und da gibt es ganz viele Kilkennys aus Dublin. Ja, okay, und dann gehst du hier drauf. Ja, und hast dann hier schon mal die Daten. Die sind indexiert worden und auch, ich glaube, hier ist dann auch eine Aufnahme dabei gewesen. Dann, genau, dann, ja, muss man, da klickt man da drauf und dann kann man da rein. Also das ist wieder ein anderer Bereich. Ob das dann irgendwie ja, passt. Ja, was genau. Man sich mal weiß, was man so an eigenen. Ja, ja, gut, okay. Gabi, ich habe hier auch übrigens zu Schweizer, zu euren Schweizers, habe ich einiges. Wenn du da Interesse hast, melde dich mal privat. Ja, das machen wir dann. Danke, das ist gut. Das ist bestimmt interessant für meine Kinder. Okay. Ja, weitere Fragen gerne. Okay, Conny. Ich habe eine Conny? Frage. Achso, Moment, Conny ist dran. Ich hatte die gleiche Frage wie Gabi. Warum machen die Mormonen das und ja, was, ja, wo haben die das Geld her? Aber das hast du ja schon beantwortet. Das sind die Kirchenbeiträge und dadurch wird das alles finanziert, die Gemeindehäuser, das Family Search, diese ganze Familienforschungsgeschichte, all das, ja, mhm, da kommt das Geld her. Sehr großzügig. Ja, ja. Okay. Heinrich, bist du soweit? Oder können wir... Ich habe vor kurzem mal den Begriff New Family Search gehört. Da konnte ich nichts mehr anfangen. Das gab es damals. Damals gab es, bevor Family Search auf dieses Neue umgestellt wurde, wie es heute aussieht, gab es das Alte noch. Und das Neue war eine Beta-Geschichte. Und das konnte man über New Family Search erreichen. Aber das gibt es schon lange nicht mehr. Das ist jetzt also dieses Jahr, wie es jetzt ist. Ich hatte mir gesagt, man sollte, ich glaube, warum wir das bei uns nicht in der Homepage drin haben, diesen Hinweis mit YouFamily. Das gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Okay. Lothar? Ja, okay, gut. Ich habe folgende Frage. Wenn ich meine Daten veröffentliche, habe ich unter Umständen Aufzeichnungen von Vorfahren in handschriftlicher Form, ohne weitere Quellenangaben, also kein Kirchenbuch, ja, oder kein Stadtarchiv und Ähnliches. Kann ich das auch hochladen? Ja, natürlich, aber das würde ich dann in der Beschreibung natürlich dabei schreiben. Ja? Vor allen Dingen, diese Handschrift ist ja, wäre ja für deine Nachkommen ja auch interessant. Ja? Die sehen ja, wie dein Vorfahren, oder für dich ist ja schon die Handschrift deines Vorfahrens ja wahrscheinlich auch interessant zu sehen. Und du kannst dann praktisch dabei schreiben unter Beschreibung, ich habe keine weiteren Quelleninformationen. Ja, das ist das, was ich bekommen habe. Oder das ist das Dokument, was ich gefunden habe. Es geht mir darum, dass die Daten, die da vorliegen, also nicht verifiziert worden sind. Ne? Das heißt also, ich habe dann keine weiteren Kirchenbucheinträge zum Beispiel. Ja, du kannst natürlich diese Person eingeben, aber bei den Quellen würde ich dann dabei schreiben, ja, Quelle, handschriftliche Aufzeichnung, ja, von dem und dem, und dann bekommen.
Ja, ja, sodass derjenige weiß, es sind keine fundierten Quellen dahinter, sondern es ist wirklich nur etwas, was jemand aufgeschrieben hat. Ja. Ist das eigentlich sinnvoll, sowas dann hochzuladen? Oder? Ja, es ist immer besser, als wenn die Person gar nicht drin ist im Baum. Aha, aha. Ja? Ja, okay, gut. Ja. Danke. Harold. Ja, zwei kurze Fragen. Ich habe vielleicht den Faden so ein bisschen verloren. Wie komme ich an diesen Weltfamilienstammbaum als erstes? Und die zweite, beim Tod gebe ich das Sterbedatum ein aus dem Kirchenbuch oder das Begräbnisdatum? Was sind so deine Erfahrungen? Ja, ich will das mal zeigen. Erstmal die erste Frage, wie komme ich dran, wenn ich in www.familysearch.org bin und habe mich hier mit meinem Benutzerkonto angemeldet, dann habe ich hier Familienstammbaum. Ah, okay. Und da habe ich Stammbaum. So. Und dann bin ich schon drin. Da ist er schon, ja. Und dann eben halt kann ich von kurzem Ansehen, kann ich sagen, mache ich jetzt weiter. Und dann hat man also hier noch so, wenn du das so siehst mit der Hand, da, das ist ein bisschen schlecht, da klappt so ein kleiner Mini-Raum auf. Wenn ich da drauf klicke, dann wird der Fächer von dieser Person aus dargestellt. Sehr gut, ja, danke. Das Beispiel hier bei dem Rhein-Allon. Die zweite Frage war? Der Tod einer Person. Wenn ich zwei mögliche Angaben habe, zum Beispiel im Kirchenbuch, Todesdatum und Begräbnisdatum, was gibt man ein? Beides. Es gibt nämlich hier einmal den Tod und die Bestattung. Mhm. Ja, da kannst du beides eingeben. Weil in den ganz alten Kirchenbüchern ist ja meistens kein Todesdatum drin, sondern nur das Begräbnis. Mhm. Ja? Und hier kann man natürlich nur eingeben, wo ist er begraben. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel du sagst, in Südkam gibt es 3 Friedhöfe, dann gehe ich hier auf Angaben hinzufügen und kann dann also hier noch ein benutzerdefiniertes Ereignis Details zum Begräbnis oder sowas. Ja? Sehr gut. Da kann ich noch weitere Details eintragen. Okay. Und vielleicht noch eine ganz kurze Zusatzfrage. Wenn ich jetzt so ein Dorf habe, was vor 100 Jahren mal existierte, aber inzwischen gar nicht mehr zu finden ist auf Google, dann suche ich irgendwie die Koordinaten, die passen könnten und definiere das dann selber. Ja, das wird etwas schwierig. Also es ist so, wenn ich jetzt etwas eingeben will, ich will mal jetzt gucken, ob ich jetzt so ein Feld finde, aber ich kann mal eben... Könntest du das als Wohnsitz reingeben? Ja, ich gehe mal auf Wohnsitz und den kann ich ja nachher wieder rausnehmen. So, jetzt gehe ich mal auf Wohnsitz. So, und da kann ich zum Beispiel eingeben einen Dorfnamen. Ja? Wie heißt das Ort, was du eingeben möchtest? Hammelstall. Wie schreibt er sich? Wieder Hammel, das Tier, und Stall, wieder Stall. Hammelstall. Ja, oben auf Usedom. Aktuell. Er ist also geboren in Hammelstall. Genau, ist auch eingetragen im Kirchenbuch, nachvollziehbar, aber gibt es nicht mehr. So, da kann ich natürlich jetzt Näheres zum Wohnsitz, da kann ich zum Beispiel rein, er wohnte in Hammelstall Nummer 115 als Beispiel, ja? Ja. So, und er wohnte da am 12. Januar 1930. So, und dann schlägt er mir den Standard vor, den nehme ich natürlich. Ja. So, und hier gebe ich Hammelstall ein. Mhm. Mal gucken, was Family Search sagt. Ja, haben wir es doch. Ja, passt nicht. Wo ist es? Nein. Da unten ist es doch. Nee, ist Landwald nicht dabei. Landsberg, Neumecklenburg. Auch noch nicht, nein. Ückermünde. Da, Ückermünde, nee, passt auch noch nicht. Zeckerin? Nee. Briesen? Dame Spreewald? Nee. Briesen, Luckau, Himmelfort, nee, ist wirklich Templin. Da gab es wahrscheinlich an die 50 Personen und 10 Feuerstellen, aber mehr auch nicht. Du kannst natürlich Hammelstall eingeben. Ja. Ja? Du kannst es eingeben, nur dann wird er sagen, es entspricht keinem Standardort, den ich kenne, aber das ist egal. Aber ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo es gelegen haben könnte. Und das könnte ich ja dann eingeben wahrscheinlich. Ne? Das könntest du eigentlich machen, ja. Sozusagen Region, wenn nicht anders. Ne? Richtig. Ja, okay, danke. Ja. Aber erst ausprobieren, ob Family Search den kennt. Ja? Ja, okay. Und wenn es jetzt ein Ä ist, was ist mit A-Umlaut? Mit A-E eingeben? Nein, Ä ist Ä. Okay, danke. Also Umlaute mit eingeben. Okay, danke. Überall, ja. Adelbert.
Ja, ich habe ja in Family Search wirklich massenhaft also auch Informationen gefunden. Das war wirklich schon sehr eindrucksvoll, was da alles zusammengekommen ist zum Baum. Da sind aber ganz viele dabei, die eben von den Mormonen selbst erfasst wurden. Indexiert. Kann man die eigentlich erkennen und woran? Also einfach an der Quellenangabe Family Search oder an der Großschreibung. Ich habe vielfach gefunden, dass die Vornamen alle latinisiert waren und dann in Großbuchstaben die ganzen Namen erfasst waren. Ich schreibe ja eigentlich in Normalschrift. Ja. Wie kann man das erkennen? Meinst du im Baum oder generell in Family Search? Wo hast du die gefunden? Generell, ja. Also bei der Großschrift der Nachnamen ist es so, es gab früher, wenn da zum Beispiel einer Hermann Ludwig heißt, ja, der könnte auch theoretisch Ludwig Hermann heißen, als Beispiel. Und damit man das unterscheiden konnte, hat man damals immer gesagt, in den Genealogieprogrammen die Familiennamen immer in Großschrift. Ja, auch bei den Ausdrucken nachher. Familiennamen immer in Großbuchstaben. Jetzt kommt es immer darauf an, du kannst natürlich hier alles ändern im Baum. Ja, du kannst aber auch, wenn du jetzt etwas suchst, ganz normal suchst im Index, unter Aufzeichnungen zum Beispiel, Deutschland. Ich weiß, sag mal einen Namen. Heinrich Kramer. Heinrich Kramer, da gibt es natürlich Millionen von, oder? Nee, das ist ja mein Problem. So, jetzt habe ich nur den Namen, jetzt habe ich keine weiteren Daten. So. Du siehst dann also hier jetzt die Heinrich Kramers. Und hier meintest du, wären dann Großbuchstaben, ne? Oder ja. Wo? Ja. Also hier habe ich bislang kaum Großbuchstaben gesehen. Okay. Ja, es kann natürlich sein, dass du das unter Genealogien gefunden hast, in anderen Stammbäumen, die andere Leute eingereicht haben und die in ihrem Genealogieprogramm das eingestellt haben, dass die Familiennamen Großbuchstaben sind. Oder vielleicht auch nur, wenn der Familienname wie ein Vorname klingt. Kramer ist ja kein Vorname. Vielleicht, wenn du Ludwig eingegeben hättest oder Heinrich als Nachname. Richtig. Hatte ich ja auch vorhin gesagt. Also ein Hermann Ludwig kann ja auch Ludwig Hermann heißen, ja? Ja. Mit Nachnamen. Müsste ich mal beobachten. Also wenn ich dann verschmelze, ich habe ja öfter dann auch Verschmelzungen vorgenommen. Also im Baum. Da musst du ja im Baum gewesen sein. Ne? Im Familienbaum, um was zu verschmelzen. Genau. Und die großgeschriebenen Namen, Vornamen, die wurden dann auch in meinen Baum mit übernommen, so wie sie eben waren. Ja, du kannst es natürlich wieder ändern. Du gehst wieder in deinen Baum, in die Maske und änderst es um. Indem ich die dann klein schreibe. Ja. Ja, klar. Das kannst du machen. Eine Frage noch zur Verschmelzung. Du hast ja gesagt, auch die lässt sich rückgängig machen. Ja. Kann das denn Auswirkungen haben auf die damit verbundenen Daten? Ja, auf die Daten nicht, sondern, mit dem Gesamtbaum eigentlich. Ja? Das heißt, wenn ich zwei verschmelze, die nicht zusammengehören, ja, dann ist ja letztendlich irgendwo dieser Baum kaputt. Ja. Ja, und es ist ja so, dass es werden ja ständig immer Sicherungen gemacht von allem. Ja, und wenn ich etwas verändere, dann wird das gespeichert, was ich verändert habe. Wenn ich jemanden zusammen. Und wenn ich jetzt sage, bitte das wieder rückgängig machen, dann wird es wieder so, wie es vorher war. Also da gehen keine Daten verloren. Okay. Ne, sondern es wird wieder in den Stand zurückgestellt, der vor der Verschmelzung war. Ja. Ne, da geht dann nichts verloren. Gut, also das wäre auch kein Risiko. Weil das nein, das, werden, nein, das kann natürlich nur durchaus sein, wenn du jetzt von der zweiten Person noch Daten übernommen hast, dass die natürlich bei dir in der Person natürlich nicht mehr drin sind. Die würden dann auch natürlich weg sein, das ist klar. Das leuchtet ja, eben. Es würde einfach wieder zurückgesetzt. Gut, habe ich auch verstanden. Und dann noch eine Frage, und zwar zum, ich glaube, beim Wohnort wird auch immer abgefragt, der Standort, der Kreis. Irgendjemand spricht da gerade, aber ich weiß nicht wer. Aber was sagtest du mit dem Kreis? Ich habe nochmal Adelbert. Ja, meine Frage noch,
Da wird dann angeboten, für Balve werden mehrere Auswahlmöglichkeiten angeboten, entweder Märkischer Kreis, das ist ja relativ neu, oder eben irgendwas aus Preußen, Balve in Preußen. Ja. Was soll man davon nehmen? Ja, es ist eigentlich so. Man sagt, eigentlich sollte man immer den Ort so eingeben, wie er damals zum Zeitpunkt des Ereignisses war. Ja, das heißt, wenn jemand 1930 geboren wurde in Unna und ich gebe da ein Unna Nordrhein-Westfalen, dann stimmt das nicht. Ja, und deshalb sind manche Orte mehrfach eingegeben. Das heißt also, wenn ich weiß, Unna steht vielleicht dreimal drin, einmal unter Unna Nordrhein-Westfalen, unter Unna in Preußen, dann würde ich natürlich 1930 das Unna in Preußen anklicken. Aufzeichnung, das wird aufgezeichnet. Ja, es geht nur darum, dass wenn du einen dieser Orte nimmst, die Family Search dir vorschlägt, dann kannst du sicher sein, dass es auf der Karte unter Zeitstrahl angezeigt wird. Ja, ob das nun Unna Preußen Deutschland ist oder Unna Nordrhein-Westfalen, er würde auf alle Fälle Unna finden. Okay. Ja, also erstmal nachgucken, wann ist er geboren, 1930, also Unna Nordrhein-Westfalen würde nicht passen. Ich nehme das andere Unna. Ja. Unna Westfalen, Preußen, Deutschland oder wie das dann heißt. Ja, genau. Na? Gut, das war's. Okay. Burkhardt fragt aus dem Chat, er fragt, gehen alle einzelnen Stammbaumdaten direkt in den ganzen Stammbaum oder muss ich einen erst aufbauen? Nein, es muss abgeglichen werden. Das heißt, ich kann, wenn ich alles manuell eingebe von null auf, dann wird er mir irgendwann sagen, die Person ist schon drin. Aber wenn ich was hochlade, da gehe ich auf Suche, Genealogien. Jetzt habe ich zum Beispiel mit meinem Genealogieprogramm einen Baum aufgebaut, habe eine GetCom-Datei erzeugt, also habe praktisch im Genealogieprogramm gesagt, exportiere als GetCom. Und die GetCom kann ich untersuchen, Genealogien, ganz unten, Stammbaum einreichen. Da kann ich den hochladen und da ist auch zum Beispiel meiner jetzt zu sehen, den ich am 17. November 2017 hochgeladen habe mit 2255 Personen. Jetzt steht er da einfach nur drin und wird nach 15 Minuten, werden die Personen, die hier drin sind, unter Genealogien gefunden. Wenn ich unter Genealogien suche, jeder kann dort suchen und kann die Person finden. Das ist so, als wenn ich ihn bei Ancestry einreiche oder bei MyHeritage oder bei Geneanet. Aber wenn ich jetzt diese Daten in den großen Baum einfließen lassen will, dann muss ich sagen, ansehen. Und dann vergleicht er, dann läuft er alle einmal durch und sagt, aus deinem Baum von den 2255 sind 1800 schon drin. Ja, 50 kann ich vielleicht nicht zuordnen, weil ich da keine Daten hinterlegt habe. Und er sagt dann, ungefähr 500 Personen sind noch nicht drin. Und dann kann ich mir die anschauen, dann muss ich die vergleichen. Dann kann ich sagen, stimmen die alle überein? Und wenn ich diesen Vergleich einmal durchlaufen habe, dann sind die erst eingepflegt in den Baum. Aber du könntest hier jetzt praktisch einmal den Stammbaum hochladen, den du in den Weltenstammbaum mit einfügen willst und einmal deinen privaten müsstest du nur umbenennen. Ja. Du kannst also mehrere Stammbäume hochladen. Du kannst so viel, wie du willst. Und hier, das ist auch eine gute Datensicherung hier. Das heißt, selbst wenn man gar nichts machen will mit Family Search, den Baum hier reinzuladen, dann ist er gut gesichert. Hin und wieder mal. Und ich kann auch hier wieder löschen und ich kann auch also hier wieder runterladen. Und wie gesagt, hier ist der Baum dann unter Genealogien einmal drin, wenn man ihn nicht in den großen Baum haben will, aber eben halt nach einer Viertelstunde für alle Nutzer durchsuchbar. So, siehst du, dann findet er den Jörg Palmüller auch. Und wenn ich da draufklicke, der bewegt sich aber jetzt nur in meiner Datei. Ja, nur in meiner Datei. Und hier wird dann auch der Baum dargestellt.
Und hier unten gibt es dann eine Einreichungs-ID und da oben steht, wer ihn eingereicht hat. Und ich kann Kontakt aufnehmen. Das hat mit dem großen Familienstammbaum gar nichts zu tun. Ja? Und ich kann mich im zweiten Schritt entscheiden, ob ich jetzt diese auch alle in dem großen Baum haben will. Und das geht dann eben halt über dieses Vergleichen. Dann gehe ich wieder auf Genealogien, gehe wieder hier bei Stammbaum einreichen und kann dann hier über Ansehen, kann ich diesen Vergleichsprozess starten. Diesen Abgleichsprozess, weil es soll ja im großen Baum nach Möglichkeit auch immer nur jeder einmal drin sein. Frage beantwortet oder? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ich sehe keine andere Frage im Chat. Ich weiß nicht, ob es noch eine Frage gibt, was wir nicht beantwortet haben. Ich habe noch mal eine Frage. Georg, hattest du vorhin irgendwie gezeigt, wie man auf diesen großen Stammbaum kommt? Weil ich war gerade für ein paar Minuten weg. Ja, Family Search, Org, ja. Und dann hier Familienstammbaum und dann Stammbaum. Ja. Dann bist du im großen Baum. Das ist dann der Weltenstammbaum im Prinzip. Das ist der Weltenstammbaum, genau. Aha, okay. Aber das ist... Aber da sieht man jetzt ja dann nur die direkten Vorfahren, nicht wenn die Geschwister hatten oder so, ne? Nein, das kannst du hier, das geht leider nicht, aber du kannst eben praktisch auch wieder auf den draufgehen, ja? Und lässt den Baum von dem darstellen, dann siehst du wieder die Vorfahren. Oder eben halt, du gehst hier und lässt dir eine andere, du gehst nicht in den Fächer, sondern ins Hochformat, aber du siehst immer nur die direkten Ahnen. Ach so. Aber du klickst auf denjenige und dann hast du... Du kannst auch Nachkommenbaum. Du kannst auch einen Nachkommenbaum anzeigen. Ja, das ist dann vielleicht besser, weil dann sieht man auch die Geschwister oder so, ne? Richtig. Ja. Beim Nachkommen, ja. Kannst du das machen, Georg, damit wir das sehen? Ich gehe mal einmal drauf. Nee, auf Nachkommen. Ja, ich muss jetzt erstmal einen finden, der weit oben steht. Ja, ah, okay. Ja. Um den hier als Nachkommen dann... So, ich klicke den jetzt mal einfach mal an. No, jetzt gehe ich mal dahin. Wo müsste eigentlich von dem jetzt... Nein, jetzt klickst du... Ja, doch, sieht man jetzt. Ja. Hier siehst du den Nachkommen schon. Ja. Und jetzt kann ich natürlich hier auch auf Nachkommen gehen. Da macht er aber sowas. Aha. No, so eine Liste. Ach so. Aber ich kann in den Baum, kann ich zu dem hingehen, dann sind die da drunter ja auch zu sehen. Gut, und wenn ich dann höher gehen würde, dann würden, wenn ich jetzt noch zwei Generationen höher gehen würde oder so und den anklicken würde, hätte ich natürlich dann auch breiter, ne, alles. Genau. Ne? Dann geht er nach unten wieder genau weiter. Das meinte ich, ja. Danke. Bitte. Der Adelbert möchte was sagen. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar zu den lebenden Personen. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, Nancy. Gibt es da neue Entwicklungen, was eine geschützte Umgebung betrifft, wo man auch mit lebenden Personen sich austauschen kann? Ist da irgendwas Neues bekannt? Ich habe nichts Weiteres gehört bis jetzt. Nein, ach so, du meinst mit Verwandten, die da drin sind, oder was meinst du? Machen kann, genau. Nicht nur mich und die ich aufnehme, sondern eben, dass ich auch mit anderen über die Lebenden mich austauschen kann. Ja, also momentan geht es nur praktisch über die Kommunikationsmöglichkeiten. Ja? Ja. Weil wenn man lebt anklickt, dann sieht das kein anderer. Also nicht so wie bei Ancestry kannst du ja deinen Stammbaum mit jemand anderem teilen oder bei MyHeritage, dass du den einladen kannst, der kann dann auch alles sehen von dir. Nein, bei den Lebenden geht das nicht. Bei den Lebenden geht das ja bei Family Search nicht. Also du hast ja einen gemeinsamen Baum, wo ja jeder sowieso dran bauen kann, auch dein Verwandter, aber der sieht aber auch die Lebenden nicht. Nein, ich meinte jetzt deinen privaten Stammbaum. Bei MyHeritage zum Beispiel kannst du das, dann kannst du den zu deinem Stammbaum einladen und der sieht dann auch deine lebenden Personen. Ja, du hast ja auch die verschiedenen Rollen, zum Beispiel bei Ancestry kannst du sagen, der darf nur reingucken und der darf mitbauen. Richtig. Ja. Das geht, nein, das geht hier nicht. Alles. Ja, okay. Was Adelbert fragt, ist vor ein paar Monaten, wir hatten darüber gesprochen und Family Search hat irgendwo einen Hinweis gegeben, dass die an sowas arbeiten, aber es ist noch nicht da. Ja. Georg? Ja? Ich habe gerade mal in Family Search reingeschaut
Ich habe jetzt keinen Baum darin, aber ich habe den Adalbert Adolf Kramer gesucht und gefunden, untersuchen. Und er suchte ja gerade den Heinrich. Ja, und da habe ich im Prinzip seine Karte gefunden von der Agathe Mathilde Josepha Maria Kramer. Ja. Ja, und da sind auch die Daten mit Kinder und so weiter alles. Ja. Und du selber könntest ja praktisch von dem aus dich selbst nachher anknüpfen. Ne? Dann ist ja dein Baum ist ja drin. Ja? Da ist der Baum im Prinzip drin, sogar bis 1983 vom Datum her, sage ich aktuell. Ja. Und sichtbar alles. Ne? Ja. Und du könntest den ID. Was der, den du eben sucht, ist Adalbert? Ja. Adalbert, war das der, den du eben suchtest? Ja, Heinrich Kramer. Ja. Den hattest du ja selbst eingegeben, ne? Ja, aber das gibt es eben sehr viele und ich habe ja immer das Bedürfnis, das dann auch in Ordnung zu bringen, sozusagen, die Unmenge an Informationen. Und dann denke ich mir, passt dieser Heinrich Kramer zu meinem Baum? Müssen wir den jetzt verschmelzen, ja oder nein? Das sind dann oft nur wenige Personen, die einen ganz kleinen Stammbaum bilden. Und da habe ich den Eindruck, die sind alle irgendwann mal von den Mormonen erfasst worden. Aber ja, diese kleinen Gruppen, dass die versuchen, die Indexierten, ja, die Indexierten sind ja meistens immer nur Vater, Mutter, Kind. Ja, genau. Also, so. Und die versuchen, die natürlich auch in den Baum zu überführen. Ja, dass du dann, wenn du im Baum was eingibst, dass der sagt, halt, der ist schon drin. Ja. Ja? Das sind dann diese kleinen Bäume. Deshalb, also die 1,2 Milliarden sind nicht alle miteinander verknüpft. Ja, ja. Deshalb habe ich auch gesagt, du kannst auch Einzelpersonen eingeben. Ja. Aber es ist dann im Prinzip zu entscheiden, ob die jetzt mit in meinen Baum hineingehören, irgendwie verbunden sind oder ob es völlig fremde Personen sind. Das kann man doch dann nur vergleichen über die Mutter dann eventuell. Ja, richtig. Die Frauen. Ja, ja. Und den Ort. Auch da gibt es oft Identitäten. Das ist unglaublich. Naja. Ich würde, wenn es nicht klar ist, Albert, ich würde das einfach lassen. Ja. Okay. Ja. Margarete möchte was fragen. Ja, ja, mir ist aufgefallen, bei den indizierten Daten sind manchmal ja die Namen falsch. Wie kann ich die ändern? Ich gehe da mal rein, suche Aufzeichnungen. Und da habe ich jetzt so einen Fall, ich sag mal, ich nehme mal meine ungarischen Verwandten, weil da habe ich einen Namen, also der ist in den Büchern immer sehr, sehr schwer zu entziffern. Das ist der Name Zierbeck. Der wird dann immer in allen möglichen Varianten auch teilweise falsch gelesen, weil ich suche mal einen Josef. So, jetzt. Hier findet er jetzt glücklicherweise alle, aber manchmal schreiben die auch da dann Zierbeck mit G oder so. Jetzt kann ich hier draufklicken im Index, ja, und habe hier bearbeiten. Ja. Ja, das heißt, wenn das nicht die richtige Schreibweise ist, kann ich hier draufklicken und er zeigt mir jetzt in Ungarn, in Deutschland geht das nicht, weil das ja die Archive nicht wollen, weil die Ungarn haben ja die Digitalisate sofort mit den Namen verknüpft hier. So, und da kann ich jetzt zum Beispiel hier raussuchen, wo ist der Eintrag und kann dann hier den Namen korrigieren. Ja, und da muss ich sagen, in einem zweiten Schritt markiere ich den dann und sage hier, das ist der, ja, den ich geändert habe. Und dann muss ich im dritten Schritt sagen, warum. Warum habe ich das geändert? Falsch indexiert oder falsch im Dokument? Ja, und wenn das jetzt ein Grund ist, der hier nicht steht, dann kann ich es hier als Nachricht eingeben, dann wird das sofort geändert im Index. Okay, danke schön. Ja, also einfach, wenn im Index beim Namen bearbeiten dahinter steht, kann man draufklicken. Danke. So, kommen noch Fragen? Ich denke, wir haben schon bald 2 Stunden überschritten hier. Und die haben wir dicke überschritten. Ja, ich hoffe, dass es interessant war. So ist das. Also erstmal einen Überblick bekommen hat. Und was man noch machen könnte, möchte ich gerne anbieten. Vom Ahnenforscher Stammtisch machen wir ja manchmal diesen Themenabend, dieses Spezial. Wir hatten das ja schon für Family Search und jetzt kommt ja am 16. dieses Ancestry Online-Spezial, dass wir vielleicht für den Stammbaum auch nochmal ein Spezial machen können,
wenn sich genügend Leute dafür interessieren, machen wir einfach mal so einen Stammbaumabend, der sich nur um den Stammbaum dreht. Einen ganzen Abend, wo man dann wirklich fachsimpelt, also kein Vortrag, sondern fachsimpeln und so Fragen nochmal beantworten. Können wir gerne machen. Wenn man eine Zwischenfrage nochmal eben ganz kurz, ja? Wenn ich mit der GetCom-Datei im Femistisch meine Daten reingebe, ja? Ich arbeite weiter mit dem Computerprogramm. Ja? Wenn ich dann, um das zu aktualisieren, muss ich ja eine neue GetCom wieder reingeben. Richtig. Überschreibt er das dann alles? Oder? Nein, nein. Man kann die neue hochladen und löscht die alte weg. Also. Ja, da verschwinden die dann wieder. Also wie bei Genia quasi auch. Es sei denn, man hat die natürlich in den Baum verknüpft, ja. Dann, also ja. Nicht verknüpft, sondern die Daten, die du dann nachträglich als zweiten Schritt natürlich vielleicht in den großen Baum übernommen hast, ja, die ändern sich dann natürlich nicht. Ja, sondern nur die Datei und dann unter Genealogien dann Baum, dann eigener, ja. Man muss ja, wie du schon eben vorgeschlagen hattest, ja auch was richtig ist, zweigleisig. Richtig, ganz genau. Oder dreigleisig, oder? Ja, ja, so. Aber, ne? Dass man ja, von den Nachkommen dann das auf jeden Fall so gesichert hat, einerseits. Ja. Ich denke, Burkhard, wir haben 2 Stunden überschritten. Wenn noch Fragen da sind. Ja, eine kleine Frage hätte ich jetzt nochmal. Okay. Und alles zwar, wenn ich eine GetCom hochlade, mit dem Weltenstammbaum verbinde und dann nochmal eine geänderte hochlade, kann ich die dann auch nochmal mit dem Weltenstammbaum verbinden? Ja, natürlich. Ja, und sagt er dann, da sind schon genügend doppelte Personen und die lädt er dann gar nicht mehr hoch oder aktualisiert die automatisch? Richtig, richtig. Der wird diesen Prozess, diesen Vergleichsprozess durchlaufen und sagt dann, von den 2300 in deinem Baum sind jetzt 2100 schon drin. Und das waren dann die, die du vorher drin hattest. Ach so, okay. Und, dann brauchst du nur noch die abgleichen, die neu sind oder hinzufügen. Alles klar, super, danke. Ja, wir hatten immer noch das Problem von Heinrich mit seinen Bildschirm, aber ich denke, wir könnten das, wenn er das machen möchte, wir könnten das nachher machen. Die anderen müssen das nicht. Wir bleiben drin mit Heinrich. Da können wir die Frage noch mit Heinrich mal klären. Ja. Und ich gebe jetzt erstmal zurück an Burkhard. Mein lieber Georg und auch liebe Nancy, ganz herzlichen Dank für diesen engagierten, hochinformativen Vortrag. Es war super spannend. Ich arbeite ja selbst auch hier mit Family Search, aber da ist mir so viel Neues auch aufgegangen. Und ich denke, ich werde heute Abend direkt schon mal anfangen, das ein oder andere auszuprobieren. Und dein Vorschlag, da quasi mal so eine Art Workshop nochmal zu machen, ja, interessant. Ganz lieben Dank auch im Namen unseres Arbeitskreises, dem ihr ja auch beide angehört. Und auch danke an alle, die heute dabei waren. Und ja, bis demnächst.